Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde DSA 5. Wir spielen dieses schöne Abenteuer hier, die klingende Nacht. Und heute mit dabei, wie eigentlich fast immer. Wo fange ich denn heute mal an? Ich fange heute mal an beim Pölle, der spielt Goswin, der ist ein Magier aus Lovang. Schuhu. Ja. Und seine inzwischen angetraute Ehefrau Ikayu wird gespielt von Feder. Ja. Ich Und erst entmuten muss. das wäre hilfreich, wenn man nicht hören soll, ja. Und ja, Rerion spielt heute, nicht nur heute, sondern eigentlich hier in dieser Runde immer, Lothir von Frigorn, einen Geweihten der Ithirn. Der Norden vergisst nicht. Last but not least, Leopardin 202 als Ilva von den Eisfuchsleuten, eine Stammeskriegerin, nein, keine Stammeskriegerin mehr, inzwischen Stammeshäuptlingsfrau. Und auch nicht mehr von den Eisfuchsleuten, also schon ein bisschen, aber eigentlich viel mehr von den Himmelslichtjägern, nicht? Unser neuer Stamm. So. Für den Norden. Genau. Ja, wenn ihr euch fragt, wir haben ja jetzt eine ganze Zeit lang nicht gespielt, worum es hier geht oder ihr vielleicht gerade neu einschaltet, ich zeige euch mal ganz kurz, wo unser Abenteuer spielt. Nämlich hier in der Bernsteinbucht. Ihr seht die kleinen Dörfer Frisow und Frigorn. Das sind die Hauptpunkte, in denen sich unser Abenteuer abgespielt hat. Es alles begann im Frisow und dort haben die Helden einen Überfall der Dunkelelfen der Shakragar mitbekommen aus dem Norden, die das Dorf völlig zerstört haben. Die Überlebenden haben die Helden dann nach Glynthaven in den Norden geführt und zwischendurch haben sie ja merkwürdige Artefakte gefunden. Die sogenannten Himmelslichter, die ja auf irgendeine mysteriöse Weise irgendwie verbunden zu sein scheinen und irgendwas mit dieser Invasion zu tun haben. Und haben samt dieser Himmelslichter auch Verbündete gefunden, auf die sie zählen können. Die Reise ging dann einmal rund um den ganzen Norden, um die Bernsteinbucht herum. Nach Frigorn, wo sich einige Dinge abgespielt haben, sie versucht haben, die Dunkelelfen daran zu hindern, eine Chimäre unter ihre Kontrolle zu bringen. Aber das haben sie leider nicht geschafft. Und dann haben sie Bekanntschaft mit einem, ja, mysteriösen Dämon, der bis jetzt nicht bekannt ist, gemacht. Und danach, ja, weil dieser Dämon Lothir besessen hat, eine große Austreibung anhand einer alten Elfenruine gemacht. Und ja, das hat aber den Dämon nicht ganz vertrieben, denn der ist nur entwichen aus Lothir und hat sich direkt ein nächstes Opfer gesucht, nämlich das Stammesoberhaupt von Ilvas Stamm, was ja, die vier hier leidlich in Erfahrung bringen mussten. Und so blieb ihnen nichts anderes über, als der Dämon diesen Menschen auch noch getötet hat, den Stamm zu überzeugen, irgendwie zurückzukehren auf alte kriegerische Wege und Ilva als Häuptlingsfrau zu akzeptieren. Da gab es einen Kampf darum und ja, der war erfolgreich. Und nun haben sich alle Protagonisten zusammengefunden an dem Ort, wo alles begann, nämlich wieder in dem zerstörten Frisow. Und haben festgestellt beim letzten Mal, dass dort die Dunkelelfen wohl nochmal da waren, nachdem sie die Stadt zerstört haben und sämtliche Gräber geplündert haben. Ja, man hat alle verbündeten Himmelslichtträger zusammenbekommen zum Kampf gegen die Dunkelelfen, außer einer, die abtrünnige Shakragar, die ihr getroffen habt, die wurde leider von ihrem Vater wieder entführt und zurückgeholt. Leider besitzt sie eins der Himmelslichter, genauso wie der Anführer des Heeres der Dunkelelfen ebenfalls ein Himmelslicht besitzt. Das heißt, euch fehlen für den letzten Kampf noch zwei Himmelslichter.
Und ihr habt beschlossen, dass wir auf jeden Fall, da ihr ja der guten Eisblüte versprochen habt, ihr zu zeigen, was es denn mit Freundschaft und Familie und so in der normalen Welt wirklich auf sich hat, dass ihr sie befreien wollt. Und das ist jetzt euer Plan. Ihr wollt damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich in das Lager der Dunkelelfen vordringen, mit einem kleinen Trupp Eisblüte befreien, möglichst den Anführer der anderen Dunkelelfen noch seines Himmelslichtes entledigen, wenn man schon mal da ist. Versuchen, deren Beschwörung des Dämons, der immer ja noch nicht ganz gebannt ist, zu unterbinden. Und gleichzeitig auf dem Rückweg, falls dann wird er wahrscheinlich irgendwie Alarm geschlagen werden, das Heer der Dunkelelfen in ein unsicheres Terrain zu leiten und damit eure Verbündeten und eure gesammelten Krieger sie in einem ja, günstigen Terrain für euch günstig halt angreifen können. Ihr habt das Eis präparieren lassen in der Bernsteinbucht, die inzwischen zugefroren ist, weil es Winter ist. Und hofft damit, einen großen Teil der gegnerischen Truppen den Garaus machen zu können. Soweit der Plan. Ihr habt, glaube ich, gesagt, dass ihr vier auf jeden Fall gehen wolltet. Und euch begleiten soll die Hexe, wenn ich mir da richtig in Erinnerung habe. Moment, wie hieß sie noch? Nonara. Die Nornara, genau. Die sollte euch begleiten, weil sie die einzige ist, die außer Goswin auch noch fliegen kann. Und da der Gegner über fliegende Truppen verfügt, das kein, ja, keine schlechte Idee zu sein scheint. Ja, und beim letzten Mal hatten wir mit diesem Kriegsrat geendet. Alle sind nach Hause gegangen. Sind nach Hause gegangen. noch einmal eine letzte Nacht schlafen gegangen. Und ja, was passiert ist in dieser Nacht, das wissen wir alle nicht so wirklich, außer von Ikayo. Denn wenn ihr es noch nicht wusstet, auf Feders Kanal befindet sich ein schönes Kurzgeschichtenvideo, was Ikayo denn zwischen dem letzten Session, wo wir aufgehört haben, und der heutigen Session, was sie da gemacht hat. Und ja, wenn ihr das wissen wollt, dann müsst ihr das gucken. Das verrate ich jetzt nicht. So. Ja, der nächste Tag bricht an und was ist denn jetzt genau euer Vorgehensweise? Oder wie habt ihr die Nacht verbracht? Wie ist eure Stimmung? Wie ist eure emotionelle Lage? Habt ihr euch vorbereitet? Wenn ja, wie? Wie sehen generell Vorbereitungen aus für so einen ja, für sein Himmelslichtkommando. Wer möchte denn mal beginnen mit seinen Sachen? Könnt ihr auch sagen, wo ihr überhaupt genächtigt habt und so. Oder? Oh, wie sie alle hier schreien. Ich bin raus. Ich kann aber einfach weg. Was danach passiert ist. Wissen wir nicht. Genau. Dann erzähle ich mal. Und zwar ist das ähnlich wie vor dem Zweikampf um den Häuptlingstitel, dass Ilva jetzt wieder sehr in sich gekehrt ist, sehr ruhig ist. Aber man merkt auch, dass sie die Gesellschaft der anderen irgendwie diesmal mehr sucht als beim letzten Mal. Beim letzten Mal hat sie sich ja so ein bisschen zurückgezogen. Diesmal ist es irgendwie wichtig, nochmal ganz bewusst Zeit mit allen zu verbringen und irgendwie zu gucken, einfach nur da zu sein, irgendwie nebeneinander am Feuer zu sitzen, auch mit denen aus dem Stamm, mit meinem Vater nochmal und so. Gar nicht große Worte machen, weil man über das, was jetzt kommt, irgendwie eh nicht richtig reden kann. Der Plan steht. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir wissen, dass das saugefährlich ist und dass die Chancen für uns nicht so mega aussehen, aber dass wir es auf jeden Fall riskieren müssen, um das irgendwie hinzukriegen. Für den Norden, für den Stamm. So. Und da ist die Motivation ist schon stark, das zu machen, aber natürlich ist auch so ein riesiger Angstklumpen irgendwie im Bauch drinne. Und
das Wissen darum, dass wir uns da einer Riesengefahr aussetzen und dass es jeder Moment, den ich jetzt noch mit diesen lieben Menschen um mich herum genießen kann, auch irgendwie noch zu nehmen und mich diesmal eben ganz bewusst nicht, obwohl das vielleicht auch mir entsprechen würde, irgendwie zurückzuziehen, um alleine zu sein, sondern wirklich jetzt auch ganz bewusst mit Leuten zusammen zu sitzen und zu sein und dann auch so ein bisschen rumzulaufen, einfach auch ein bisschen Zeit mit denen zu verbringen, die Waffen zu präparieren, dass das alles irgendwie klar ist und so. Aber ohne große Worte, aber mit doch spürbarem Wunsch nach Nähe und nach Zusammensein und nach irgendwie Zeit wertschätzen, die noch genossen werden kann zusammen. Triffst du denn irgendjemanden am großen Feuer von den anderen? Also mich nicht. Ich ziehe mich sofort zurück ins Zelt und meditiere, bis ich einschlafe. Und wenn ich nicht einschlafe, meditiere ich die ganze Nacht. Versuche irgendwie mich zu zwingen, ruhig zu bleiben. Was kriegt Goswin denn mit davon, dass Ikayu verschwunden ist? Wahrscheinlich nichts. Weil du ja mit der Meditation beschäftigt bist, ja? Ja. Okay. Also das mit dem Meditieren, das klappt wahrscheinlich auch nicht so richtig. Ich bin total aufgeregt und ich habe echt damit zu kämpfen, nicht auszurasten. Okay. Was passiert bei Lothir? Lothir wird die Nacht auf jeden Fall mit Nirala verbringen. Und auch darüber versuchen, Schlaf zu finden, was nur so halb funktioniert. Das ist eher so ein Halbschlaf, in dem man dann immer wieder abgleitet, weil eine Schlacht hat er nie wirklich mitgemacht. Es gab zwar Scharmütze gegen Glorana, aber halt nie eine wirkliche Feldschlacht oder sonstiges. Und irgendwann wird er halt keine Ruhe mehr finden, keinen Schlaf mehr finden, wird dann aufstehen und nach draußen treten und sehr inbrünstig und laut beten. Milde Herrin, erhöre mein Flehen. Verscheuche die Angst vor Tod und Vergehen. Vertreib die Dämonen in Herz und Verstand. Weiß mir den Weg für meine Hand. Schwanengeflügelte, dein Wille ist mein Gebet. Gib meinem Arm Kraft und fühl mich auf deinem Weg. Und das wird er immer wieder wiederholen und was wie ein Mantra herunterbieten. Und dann, während er das spricht, seine quasi schon fast tranceartig seine Ausrüstung zusammensuchen, die Pfeile jeden einzelnen begutachten, an einer Seite vielleicht mal was nachzupfen oder eine kleine Stelle ausbessern, bis ihm dann irgendwann auffällt, dass schon der Morgen langsam dämmert. Okay. Ja, also was Ikayu gemacht hat, das konnten wir ja wie gesagt schon hören. Wenn Ikayu denn spätabends denn dann zurückkehrt, was passiert denn dann noch? Ikayu ist merklich ruhiger, als sie ins Lager zurückkehrt. Das ist eine ganz andere viel Gefahr, viel ernster vielleicht. Die dreht zuerst die Runde über ihr Familienlager, geht da kurz an jedes Feuer, spricht ein paar Worte mit den Leuten, trinkt ein, zwei Schlucke vergorene Karinmilch, aber nicht mehr, halt zum Anstoßen. Wird sich sehr lange
Nein, nicht wirklich sehr lange, aber länger mit ihrem Vater und ihrer Mutter unterhalten. Mit ihren zahlreichen Geschwistern. Sich erkundigen, wo die halt zu finden sind ab dem morgigen Tag, an welcher Position, wer hier im Lager bleibt und ähnliches. Liska begleitet sie dann natürlich. Und dann macht sie die Tour in unser Lager, wo unser Zelt steht. Ich werde merken, dass Ilva nicht da ist. Das bedeutet, die werde ich später wahrscheinlich noch suchen. Ich kann mir denken, dass Lot hier bei Niral ist. Und wird halt erstmal nach Goswin suchen. Im Zelt. Ich vermute, das Brummen kommt von meinem Laptop. Wegen der Lüftung, weil es so warm ist. Das tut mir leid. Klingt eher so nach einem Stecker, der kaputt ist, aber gut. Okay. Wenn ich ihn dann dort finde, werde ich ihn einen Moment scharf beobachten, um mal herauszufinden, wie tief der denn in seiner Meditation ist oder ob das jetzt gerade eher so ein Zwingen ist, was er da von sich gibt. Oder vielleicht, also ich glaube, weiß nicht, schläfst du schon? Nein. Gut. Also wahrscheinlich wirst du mich auch bei gar nichts stören, weil ich mich überhaupt nicht auf diese Meditation konzentrieren kann. Ich bin total damit beschäftigt, irgendwie die Ruhe zu bewahren. Ja, dann kommt sie einfach zu dir hin, streckt dir die Hand entgegen und sagt, komm. Wohin? Nach draußen. Nein. Warum nicht? Ich werde wahnsinnig, wenn ich da jetzt rausgehe. Das sind doch noch ganz andere nervöse Leute. Und das, nein! Dann achte nicht auf die anderen. Achte auf mich. Aber kannst du nicht einfach hier drin bleiben? Schau dir den Himmel an. Du wirst es nicht bereuen. In Ordnung. Und dann lasse ich mich von Ikaio raus. Und sie zeigt dir den sternlosen Nacht, also den wolkenlosen Nachthimmel. Sternlos wäre schlecht! Das ist ja sehr schlecht! Wolkenlos, Abbruch! Vergiss, was ich gesagt habe, Koali! Den sternenbestückten Nachthimmel, der natürlich im Norden besonders schön ist, weil es da sehr viele Sterne gibt. Nicht mehr so viele, wie es früher gegeben hat. Ja. Und ja. Mit dem großen Madamal. Und sie würde einfach eine Weile mit dir vor dem Zelt stehen und auf das Lagerleben lauschen. Auf die angeregten Gespräche ringsherum, die wenig aufgeregt klingen, sondern so ein bisschen so, als würden die Leute tatsächlich feiern. Es gibt viele tiefgründige Gespräche. Manch einer ist so, wir zeigen das denen jetzt. Es ist halt viel Leben im Lager. Besonders die Eisfuchsleute sind natürlich ein bisschen anders drauf als zum Beispiel ist die Glünthavener oder so. Also die Prajoten sind eher stoisch darauf bedacht, auch ihre Aufgaben wahrzunehmen. Die Nevesen sind halt ja auch schon ein bisschen fröhlicher. Die erzählen sich halt gerade die alten Geschichten an ihren Feuern. Die Friesoffer selber haben sich mit den Frigornern zusammengeschlossen und die sind eher ruhig. Einige haben sich zu Lot hier gesellt, besonders die Leute um Jutanuk, also die Leute aus Frigorn. Ja. Also es ist unterschiedlich, je nachdem, in welche Ecke eures Lagers man sich begibt. Die Yetis, ja, die Yetis sind auch ein bisschen ausgelassen. Ja. Und? Hilft das? Das werden wir morgen nicht überleben. Wahrscheinlich. Aber weißt du was? Ja, ich weiß was. Was?
Viele Dinge. Zum Beispiel, was die Chakagra mit unseren Leichen anstellen könnten. Hey, sie muss sich ein bisschen strecken, um Goswins Gesicht in ihre beiden Hände zu nehmen, damit er nicht umguckt, sondern sie anguckt. Wir machen das zusammen. Du bist nicht allein. Und das ist das Einzige, woran ich mich gerade festhalten kann. Ich würde ja nicken, aber du hältst meinen Kopf fest. Ja, das muss auch so. Weil du sonst die ganze Zeit von einer Seite auf die andere guckst und wenn ich nicht aufpasse, drehst du ihn nach hinten wie eine Eule. Und das bekommt dir nicht. Nee, ich muss meine Energie sparen. Ich meinte auch in deiner menschlichen Form. Und dann drückt sie ihm einen Kuss auf. Im Lager der Eisfuchsleute geht es ja ein bisschen heiterer her. Die üblichen Schlachtgesänge vor Schlachten werden angestimmt. Ja, man hat nicht so viel Rationen, dass man da jetzt wirklich eine ausgelassene Feier machen könnte. Aber das traditionelle, rituelle Bemalung wird aufgetragen oder andere stammeseigene Rituale werden gemacht. Und irgendwann erkennt Ilva, die ja im Mittelpunkt des Ganzen zu sein scheint, wie eine kleine Gestalt irgendwie zwischen den Eisfuchsleuten-Zelten hin und her schleicht. Du bist gemutet, glaube ich. Das ist korrekt, ja, die Straße nebenher und so. Ich mache mal einen langen Hals und guck mal, ob ich das genauer erkennen kann, wer das ist. Es ist nur eine schwarze Gestalt zwischen den Schatten der Zelte. Ich stehe auf und laufe auf den Schatten zu. Der huscht sofort hinter eins der Zelte. Wer versteckt sich denn da? Komm sofort heraus. Keine Antwort. Was will denn das hier werden? Etwa Spionage? Du hörst es etwas weiter weg rascheln in einem Gebüsch. Ich bin versucht, irgendwas in das Gebüsch zu werfen, aber ich habe eine Vermutung, wer es sein könnte. Und eigentlich will ich hier nicht wehtun, aber das ist echt eine Unart, sich an Krieger anzuschleichen. Das ist eine schlechte Idee. Sollte sie nicht tun. Ich gehe auf das Gebüsch zu. Jetzt komm schon raus und versuch mal irgendwie, sie zu packen. Ja, du wühlst so ein bisschen in dem Gebüsch rum und entdeckst dann in dem Gebüsch sitzend einen kleinen Hasen. Ich guck den Hasen an. Okay, du bist nicht, wen ich erwartet hatte. Ich pack den Hasen in den Nacken, nehm den mal so hoch, guck mir den an. Hast du gerade einen größeren Schatten gemacht? Wer bist du? Hase strampelt so ein bisschen. Klappt die Ohren so nach vorne und hinten. Du siehst lecker aus. Ich könnte noch eine gute Mahlzeit gebrauchen. Ich nehme den Hasen und breche ihm das Genick. Okay. Und dann nehme ich den mit zum Feuer, heute den und stecke den auf den Stock. Hoffentlich hat sich Vicka jetzt keine Zauberer mehr abgeguckt.
Okay. Ich frag dich nicht, ob du das ernst meinst, sondern nimm das mal als ernst gemeint. Ich mach das. Ja, du läufst mit dem Hasen zurück zum Feuer und alle gucken dich nur ganz krass an. Was? Als der Zauber abfällt, entdeckt Ilva, dass sie da wohl keinem Hasen den Nacken gebrochen hat. Sondern einer jungen Hexe. Oh nein! Nee, oder? Wieso hat die denn nicht sich entzaubert? Die ist jung, kann noch nicht richtig mit ihrer Kraft umgehen. Und die harmlose Gestalt wirkt ein bisschen länger. Das fängt ja gut an, Leute. Ja, das fängt gut an. Was soll ich sagen? Es ist eine scheiß Idee, sich an Krieger anzuschleichen. Egal wie. Also. Oh, fuck. Ja. Dann wird Ilva jetzt weinen zusammenbrechen. Ja, großer Aufruhr im Camp. Die Leute laufen zu dir hin. Was passiert? Was passiert? Das kriegen die anderen natürlich auch mit. Sie waren Kaninchen. Das waren Kaninchen. Ich dachte, ich krieg noch einen Braten, bevor es losgeht. Warum war denn das Fika? Ich hab gedacht, ein bisschen Fleisch kann doch jetzt nicht schaden. Und wenn mir so ein Braten fast vor die Hände läuft. Warum hat sie denn nicht einfach zurückgezaubert? Lässt sich da noch irgendwas drehen? Kannst du Nekromantie? Das Schlimme ist, egal welcher Fjarniger draußen gewesen wäre, es wäre dieselbe Reaktion gewesen. Hase. Ja. Ja, Leute laufen zusammen. Ich denke, die anderen kommen aufgrund des Aufruhrs wahrscheinlich auch dazu. Wenn wir das alle mitkriegen. Ja, also ihr seht, wenn ihr dazu kommt, seht ihr halt die weinende Ilva vor dem Mädchen knien, das auf dem Boden liegt. Und auf ihrer Sprache wahrscheinlich eher, anstatt das auf irgendeiner anderen Sprache zu machen, wilde Satzfetzen in den Nachthimmel brüllt. Ich würde mal einen Umstehenden irgendwie, von dem ich hoffe, dass er die gemeine Sprache spricht, eine Schulter berühren. Was ist passiert? Sie hat das Mädchen getötet. Was? Sie behauptet, sie war ein Hase. Okay, jetzt dränge ich mich nach vorne durch. Ich sehe dann, was passiert ist.
fall ja. neben Ilva auf die Knie und möchte Vika untersuchen. Mhm. Ich möchte herausfinden, ob sie noch lebt. Mhm. Erkunde Wunden? Ja. Ja. Habe ich. Oh, das sieht gut aus. Drei Qualitätsstufen. Mhm. Ja, das Genick ist gebrochen. Heißt, ist sie jetzt komplett tot? Ikayo würde davon ausgehen, ja. Ich denke, sowas überlebt kein Mensch. Kommt drauf an, wenn das Rückenmark nicht durchtrennt ist, schon. Das weiß man aber zu der Zeit nicht. Das ist ja das Problem. Naja, merke ich noch eine Atmung? Oder einen Puls daran? Okay. Scheiße. Nornara tritt dazu, also kommt irgendwann an. Wirft sich neben ihrer Schülerin auf den Boden. Was ist passiert? Das versuchen wir noch herauszufinden. Ich stehe auf, guck die Leute, die drumherum stehen, an, schau mir drei oder vier Leute an, sag du, du, du und du, ihr räumt den Platz. Die Leute sollen in ihre Zelte gehen, wir brauchen hier Platz und Ruhe. Folgende Regelsfrage. Mhm. Ich meine, dass es mal möglich gewesen ist, tödlich verwundete Kämpfer mit Hilfe eines Zaubers von der Schwelle des Todes runterzuholen. Mhm. Kann ich abschätzen, ob das hier was hilft? Probier's. Magiekunde oder was? Also ich sag mal, Goswin hat das schon mal gesehen, wie stark Heilmagie wirken kann. Ja. Wenn das wirklich noch nicht so lange her ist und ihre Seele noch nicht von Golgari geholt wurde. Ich habe bei Elfen studiert, dann mache ich das jetzt sofort. Ich renne hin gegen den ganzen Strom der Leute, die jetzt sich jetzt gerade verstreuen, weggeschickt werden, durch ja. da. Ich schubs alle weg, die da um den Körper sind. Ich schmeiß Ikayo weg, ich Nornara alle weg. Ist jetzt gerade echt egal. Ich stürze mich auf Vika, lege die Hand aufs Genick, die beiden Hände, reib sie zwischendurch, leg sie wieder drauf, reib sie weiter, leg sie wieder drauf, sodass sie schön warm sind. Spreche ich mal total aufgeregt. Saneris, Saneris, Saneris. Und treib weiter, leg auf, Saneris, bleib weiter. Und mach mal. Also wenn Lothi würde die Leute halt dann mit wegschieben, also den Platz auch mithelfen zu räumen, das löst ihn auch aus seiner Erstarrung, als Ikayo das sagt. Weil er da auch erstmal nur hingestarrt hat, wie in völliger Fassungslosigkeit. Und als er Goswin anfängt mit dem Zauber, den Lothi ja inzwischen weiß, dass der heilen kann. Wird er dann quasi, während Goswin zaubert, anfangen zu beten. Ich würfel dann mal die Probe, ne? Ich finde gnadenvoll. Und dann wird wahrscheinlich gleich geschippt. Gib diesem armen Kind, was noch ein Welpe ist, den Hauch des Lebens zurück. Sie hat ihr Leben noch vor sich. Ja, die 18 schippe ich. Ja. Dann habe ich ganze drei Qualitätsstufen.
Welcher Zauber war denn das überhaupt, wenn du gemacht hast? Das war ein Balsam Salamunden. Also die Qualitätsstufen machen ja nur die Dauer, glaube ich, kürzer. Okay, mal dann. Ja. Wie viel Energie pumpst du denn in den Zauber rein? Ja, um sie zu retten, muss wahrscheinlich einiges rein, ne? 16. Mhm. Ja. Lothir fängt an zu beten. Ilva brüllt immer noch irgendwelche komischen fianischen Sätze irgendwie in die Nacht, während Ikayo sie festhält. Nornara kniet neben Goswin und redet auch irgendetwas in einer Sprache, die da unten wahrscheinlich nur Ikayo und Lothir verstehen. Das klingt wie ja, auch einige Beschwörungsformeln, die sie murmelt. Und Goswin weiß nicht, wie konzentriert du gerade auf den Zauber bist. Ob du noch zwischendrin noch irgendwas anderes mitkriegst? Nee, ich krieg nichts anderes mit. Okay. Lothir ist ja in das Gebet versunken. Die anderen haben davon keine Ahnung. Also Lothir würde quasi versuchen, einen erhöhten Geburtssegen, ganz blöd gesagt, zu wirken und eine Mischung aus einem, aus dem Heilsegen und dem Geburtssegen. Mhm. Ja. Ja, es ziehen Wolken vor die Sterne, die irgendwann aus, einfach aus dem Nichts kamen. Es zieht Wind auf. Irgendwo in der Ferne hört ihr einen Donner grollen. Die Leute irgendwie machen, die haben euch ja groß Platz gemacht. Die KJ hat sie ja alle weggeschickt. Einige Krieger machen euch Platz. Und Goswin murmelt die ganze Zeit sein Zauberritual. Und Lothir betet. Ilva guckt mit Tränen in den Augen, wahrscheinlich genauso wie Ikayo, auf den ja, leblosen Körper auf den Boden im Schnee. Nornara kniet ebenfalls daneben, schaut dann mit einem ernsten Miene nach Richtung Ilva. Ich brauche Hilfe. Was kann ich denn machen? Gib mir deine Hand. Ich reiche ihr sofort meine Hand. Sie nimmt sich ein Messer aus ihrer Tasche und ritzt dir in die Hand. Also ein tiefer Schnitt in deine Hand. Blut tropft raus. Sie wischt dir über die Wunde, verteilt das Blut auf ihrer Hand und packt dem Mädchen auf den Kopf. Es dauert alles relativ lange. Und es ist ein Mischmasch aus Magie, Zaubern, Donnergrollen, dem Sturm, der aufzieht, den murmelnden Menschenmenge, die sich nicht weiter zurückdrängen lassen, den Tränen, dem merkwürdigen Gefühl im Bauch. Und von irgendwoher wird vielleicht zuerst Lothir ein paar Schwingen hören. Und dann siehst du auf dem Dach des, also auf dem Dach des gegenüberliegenden Zeltes, wo ihr da steht, einen schwarzen Vogel sitzen. Und jetzt schaust du dich um und alles ist irgendwie langsam. Du hörst die Worte, die Goswin spricht, in Zeitlupe. Ikayo mit erschrockenem Blick auf das Blut, was Ilva aus der Hand läuft, was Nornara irgendwie eben auf den Kopf gedrückt hat von dem Mädchen.
Was ist das denn für ein schwarzer Vogel? Ist das ein Rabe? Eine Krähe? Ein Rabe. Ja, habe ich befürchtet. Krächzt und schaut dich an. O mächtiger Bote. Wir wissen, dass wir als Sterbliche nicht das Recht haben, uns in den Willen der Götter einzumischen. Vielleicht stand der Name dieses Mädchens schon im Buch des Herrn. Vielleicht noch nicht. Aber wir brauchen sie. Wir brauchen sie als Zeichen des Lebens. Hier an unserer Seite. Als Hoffnungsschimmer. Der Vogel legt den Kopf schief und du hörst nicht aus seinem Hals, sondern irgendwo in deinem Kopf eine tiefe, grollende Stimme. Warum? Wir alle, der Norden, die Menschen, die Elfen, alle Völker hier, können nur überleben durch die Kinder. Ihr Leben wurde genommen. Aber nicht aus böser Absicht und nicht durch eine Krankheit dahingerafft. Was macht das für einen Unterschied? Vor dem Herrn des Schlafes mit Sicherheit keinen. Für uns jeden. Erdenklichen Unterschied. Wer bist du überhaupt, dass du mit mir redest hier? Ich bin Lothir, Diener Ifirns. Ein Krächzen kommt. Kriegen wir das mit, dass er mit ihm spricht? Er kriegt nur sein Gebet mit. Er murmelt halt die ganze Zeit diese Gebetssätze. Ja, ich habe da Zugang zu einer anderen Ebene. Das ist so ein Privileg eines Geweihten. Ich dachte, wir kriegen mit, dass du Selbstgespräche führst. Das wäre nicht das erste Mal, ja. Alle sind angespannt. Alle wissen, worauf es ankommt. Wenn wir nicht siegreich sind, werden noch mehr Gräber entweiht werden, wie es zuletzt in der Stadt hier geschehen ist. Warst du nicht dieser Mensch, der die wilde Jagd rief? Ja. Warst du nicht der, der schon einmal ein großes göttliches Wunder verlangt hat, nur um euer kleines Leben hier zu wahren? Unser Leben war klein und unbedeutend sein gegenüber den Mächten der Sphären oder was weiß ich. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin nur ein Mensch. Das wurde mir deutlichst vor Augen geführt. Aber wurde dir damals nicht gesagt, dass deine Hilfe nur einmal angerufen werden kann? Ich bitte auch nicht darum, dass man mir einen Wunsch erfüllt oder dergleichen. Ich bitte darum, dass der Herr des Schlafes und des Todes in sich geht und in die Herzen aller, die hier sind, einmal vielleicht hineinblickt. Was er dort sieht für dieses kleine Mädchen. Ich weiß, im Norden, der Norden ist hart genug, als dass jedes Jahr Dutzende Kinder zu ihm gehen. So ist der Lauf der Dinge. So fordert es Firun, so fordert es der Norden. Das ist der Preis, den wir bezahlen.
Du sagst es. Und warum diesmal eine Ausnahme machen? Weil dieses Kind dadurch zu einem Symbol des Sieges und des Triumphes wird für uns alle, für das, was kommen wird. Du weißt, dass ich nicht einfach jemanden gehen lassen kann. Und ich weiß, dass ich nicht die Macht habe, überhaupt etwas zu bewirken. Ich bin nur der Einzige, der einen Bruchteil der Kraft hören kann, die ich als Echo wahrnehme. Ich habe mir genug angemaßt durch die wilde Jagd. Du weißt nicht, was du mit dem Ruf der wilden Jagd alles an Unheil über den Norden gebracht hast. Nein, das weiß ich nicht. Und ich werde die Strafe, die Firun für angemessen erachtet, tragen, wo sie mich denn trifft. Ob heute oder in 10 Jahren. Aber meine Freunde, die ich alle im Herzen trage, sie haben noch nie etwas von den Göttern erbeten. Weder für sich noch für andere. Sie sind alle über sich hinausgewachsen und zu etwas viel Größerem geworden, als sie selbst dachten. Vielleicht. Nimmt der Herr ihre Bitten an. Dann sollen sie bitten. Und in dem Moment werdet ihr drei quasi auch in dieses Zwischending hineingezogen. Auch nur um euch herum verlangsamt sich die Zeit. Ihr seht irgendwie, Goswin merkt, dass die magischen Energien, die durch ihn gerade durchfließen, also nicht aufhören, aber sich verlangsamen. Du hast kurz das Gefühl, die magische Kraft, die du in das tote Mädchen hereinpumpst, irgendwas ist hier falsch. Du hast noch niemals versucht, jemanden von der Todesschwelle wiederzuholen. Vielleicht machst du gerade irgendwas kaputt oder so und dann legst du dich um und merkst irgendwie, dass alle irgendwie eingefroren zu sein scheinen, außer Lothir, Ilva und Ikayu. Du hörst die magischen Beschwörungsformeln von Monara neben dir in Zeitlupe dahingesprochen. Du siehst auch jetzt diesen großen schwarzen Vogel auf dem Zelt sitzen. Genauso die anderen. Lothir? Ich kann nichts mehr erbitten. Ich habe schon viel zu viel von den Göttern verlangt. Dies ist eure Audienz beim Herrn des Schlafes. Erklärt ihm, warum Vika leben muss. Bittet ihn darum. Folgt ein lautes Krächzen. Flustert sich auf, der Vogel. Oh, bitte nimm sie nicht mit. Ich wollte das doch nicht. Du kannst doch nie. Ich wusste nicht, dass sie das ist. Ich wollte das nicht. Nimm sie nicht mit. Ich will sie doch. Das ist meine Freundin. Ich brauche sie noch. Ich kann ohne sie nicht kämpfen morgen.
Kriegst du nicht morgen im Kampf eh genug Opfer? Kommt es denn auf sie an, dass du sie jetzt mitnehmen musst? Ich falle lange gar keine Opfer. Ich hole nur die, die gestorben sind. Aber sie sollte doch noch gar nicht sterben. Woher willst du das wissen? Weil das mein Fehler war. Wenn ich geahnt hätte, dass sie auf einmal ein Kaninchen sein kann, hätte ich ihr doch nie das Knick gebrochen. Ich habe einen Vorschlag. Als sie ansetzt, stelle ich mich genau vor sie. Bevor du weitersprichst, die Kai, lass mich erst sprechen. Herr, wir führen hier nicht nur unseren Kampf. Du müsstest wissen, was wir hier bekämpfen. Und du müsstest wissen, dass wir versuchen, die Schergen deines Erzfeindes vom Norden fernzuhalten. Genauso wenig wie wir kannst du es wollen, dass unsere Moral schon am Abend vor der Schlacht in den Boden dringt. Genauso wie wir musst du einen Sieg erflehen. Willst du, dass all unsere Seelen dir verloren gehen? Dass sie zum 13. gehören? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht alles daran setzen wirst, uns im Kampf zu unterstützen. Es kann dir nicht entgangen sein, was hier geschieht. Es kann dir nicht egal sein, was hier geschieht. Du bist der Hüter unserer Seelen. Du bist derjenige, dem wir gehören. Du kannst nicht zulassen, dass wir dir entrissen werden. Und deshalb bitten wir um die Seele dieses Mädchens. Deshalb bitten wir um dieses Zeichen des Lebens. Genau das ist es, was wir brauchen, um in den Kampf ziehen zu können. Für dich und deine Geschwister. Für unsere Götter. Für unsere Seelen. Wohl gesprochen. Und ich halte so Ikaio so wirklich so hinter meiner Schulter. Also ich schirme sie richtig ab. Wenn ich euch einen Gefallen tue, an dieser Stelle, werde ich euch nicht helfen an anderer Stelle. Und du, ich sehe Reue in deinen Augen, wie ich sie schon etliche Male gesehen habe. Was willst du mir jetzt damit sagen? Will Vika wieder haben? Du bist Häuptling, nicht wahr? Ja. Ich möchte, dass du für meinen Herrn ein Zeichen in den Norden setzt. Was für ein Zeichen.
Du sollst meinem Herrn folgen. Mit ganzer Seele und ganzem Herzen ab sofort. Was heißt das? Verschreibe dich ganz dem Herrn des Schlafes und des Todes. Für immer. Dann rette ich sie. Als Geweihte? Oder als jemand, die nicht mehr redet und nur den Tod bringt? Finde es heraus. Ich guck Lothir an und sag, Lothir, ist das schlimm, wenn man sich einem Gott verschreibt? Also als er das sagt und dann irgendwie so anblickt, sieht man tatsächlich, wie Lothir halt auch wieder Tränen über die Wangen laufen. Aber in den Augen sieht man das Feuer, was er hat, wenn er predigt. Wenn er denn mal predigt. Nein. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt. Guck den Rahmen an. Ist eigentlich auch egal, für Vika mache ich das. Aber lass sie jetzt hier. Wisse, dass ich dich beobachte, Ilva. So soll es sein. Und der plustert sich noch einmal auf, krächzt ganz laut und fliegt dann in den Nachthimmel davon, und um euch herum wird alles wieder schnell und laut, und Vika nimmt einen langen Atemzug unter den heilenden Händen von Goswin und Monara. Lothir, du kannst dir mal 4 Entrückungen aufschreiben. Ja, kriege ich hin. Ich zieh Vika zu mir hin, nimm sie in den Arm und heul Rotz und Wasser, dass die wieder atmet. Ja, und ich glaube, wir machen jetzt einfach mal irgendwie ein bisschen Pause, weil ich glaube, das brauchen wir. Weil ich gerade auch in echt Rotz und Wasser heul. Das ist kein Method Acting. So, also Leute, kurze Pause, wir kommen später wieder.
So, da sind wir wieder. Zumindest vier von uns. Ja, das war ziemlich krasse Sache gerade. Und deswegen ist die Leopardin auch noch nicht wieder zurück. Der geben wir einfach noch ein bisschen Zeit. Und springen einfach mal in der Zeit ein bisschen nach vorne. Ohne die Situation jetzt noch weiter zu belasten. Und wenden uns dem Zeitpunkt zu des Aufbruchs. Und seht es uns nach, wir sind alle ein bisschen gezeichnet von den Geschehnissen. Das ist nicht so einfach gerade. Puh, ja. Zeit für den Aufbruch. Und es geht los aufs Eis der Bernsteinbucht hinaus. Wie ist jetzt genau? Ohne Liska. Ohne Liska. Die lasse ich im Lager. Mhm. Du weißt, wo Koali. Ich weiß, wo. Macht jetzt auch noch mehr Sinn als vorher. Genau. Die wird da angeleint und bleibt da. Also wenn wir aufbrechen, bin ich ohne Hund unterwegs. Ja. Gut. Ich denke, der ursprüngliche Plan war ja gewesen, dass Goswin sich durch die Lüfte irgendwie erhebt und Speer spielt, da er jetzt einen Großteil seiner astralen Kraft aufgebraucht hat. Und dasselbe gilt für Narnara. Weiß nicht, ändert das eure Pläne irgendwie? Ich denke, wir werden erstmal versuchen, am Boden so nah wie möglich an die Chakragar ranzukommen und dann zu schauen, ob wir da vielleicht eine hohe gefrorene Welle finden oder irgendetwas von dem wir aus den Punkt sehen können. Ich kann ja immer noch versuchen, je näher wir kommen, mit Eisblüte in Kontakt zu treten, um zu versuchen, irgendwas über diese Verbindung mitzubekommen, außer vermutlich Schmerz und Tod. Aber im Moment ist unser primäres Ziel, so nah wie möglich an die Chakragar ranzukommen, ohne bemerkt zu werden, ein provisorisches, schnell abbrechbares und im Notfall zurücklassbares Lager aufzubauen und von dort das weitere Vorgehen zu planen, sobald wir wissen, wie unsere Umgebung aussieht. Also ich stehe weiterhin als Speer bereit, ne? Ich weiß. Aber jetzt gerade müssen wir mit unseren Kräften haushalten. Ich guck mal Lothir an. Wie geht's dem? Ist der immer noch so ein bisschen... Entrückung baut sich nicht so leicht ab. Okay, wie betrunken bist du denn? Also betrunken noch nicht mal, der ist voll dabei, er ist auch klar, aber gelegentlich bleibt er mal stehen, blinzelt. Oder scheint den Kopf schief zu legen, als hört er irgendwas, das nur er hören kann. Himmlische Chöre. Ich würde ja die Himmelswölfe bitten, uns alle in Wölfe zu verwandeln, damit wir schneller vorankommen, aber so müssen wir zu Fuß gehen. Wir können keine Hundesschlitten nehmen. Nein, wir machen das nicht! Vergiss es! Ich wollte gerade sagen, wollt ihr jetzt noch mehr göttliche Interaktion? Nein! Nein! Ja, wir hatten die wilde Jagd. Ja, rufen wir einfach mal durch, ne? Ey, Liska, kannst du mal eine Verbindung zu deinem Vater Gorfang erstellen? Ich hab da was mit dem zu bequatschen. Ja, Gorfang ist das immer eine tolle Idee. Ja gut, das heißt, es wird ein langer, wahrscheinlich relativ anstrengender Fußmarsch. Ich vermute auch, dass wir das Lager der Chakragar nicht in einem Tag erreichen. Je nachdem, wo das auf der Karte war. Wir wissen ja ungefähr, wo diese Insel liegt. Halt irgendwo mitten in der Bernsteinbrucht. Ja. Ich muss gerade mal gucken. Kannst du die Karte nochmal aufrufen vielleicht? Dann kann ich sie im Stream sehen und muss sie jetzt gerade nicht suchen. Ja. Dein Wunsch ist mir Befehl. Oh, vielen Dank. So, dann warte ich jetzt, bis sie aufploppt. Ah ja, genau. Genau, die liegt ja irgendwo mitten in der Bernsteinbucht, richtig? Gut, dann werden wir wahrscheinlich, soweit es geht... Niku war die verwunschene Halbinsel, ne? Da war der Nebelkönig unterwegs. Richtig, ja. Dann werden wir vermutlich, soweit es geht, am Rand entlang wandern, ohne sein Gebiet zu betreten.
bis zur nördlichen Spitze und uns von dort dann auf den Weg ins Eis machen, halt in Richtung, wir haben ja diese ins Bernstein gehauene Karte, halt ungefähre Richtung anpeilen, würde ich versuchen, die anderen da in einen Ort in der Nähe zu bringen, um zu gucken, ob wir da irgendwo, ja, sowas wie ein Basislager errichten können, damit wir von da aus dann ausschwärmen können, um uns ein Bild zu machen und das weitere Vorgehen zu planen. Ja. Wie ist denn das Wetter gerade? Schneit es? Ist es still? Ist es sehr windig? Es schneit, es ist windig, gerade wenn ihr auf dem offenen Eis rausgeht und rauskommt vom eigentlichen Land, zerrt der Wind auch wirklich an der Kleidung und ja, die Kälte, die auch durch die Füße nach oben dringt, weil ihr über das Eis wandert, mit den Schuhen, die ihr habt, das ist rutschig. Ich weiß nicht, der auf jeden Fall Goswin wird wahrscheinlich dem Eis nicht sonderlich vertrauen, dass das immer wieder unter dir knackt und merkwürdige Geräusche von sich gibt. Vielleicht ist das sogar bei Ikayu auch so. Lothir wird es am ehesten noch vertragen können, auch gerade weil ihm die Kälte auch nicht so viel ausmacht. Lothir würde auch immer wieder seinen Mantel rumreichen. Also, dass jeder, wirklich jeder, auch Ikayu, den unterschiedlich lange tragen kann. Vielleicht Ikayu eine Stunde, Gostin zwei Stunden, dass jeder mal ein bisschen vor der Kälte besser geschützt ist. Nituk wollte uns ja auch begleiten, wenn Stimmt. ich mich erinnere. Okay. Das heißt, ich werde in sehr, sehr enger Kommunikation mit ihm stehen, weil wir beide kennen das Gebiet am besten, würde ich mal behaupten, von dem, was es hier so gibt. Naja, draußen auf dem ewigen Eis war er auch noch nie und du auch noch nicht. Ja, aber wir kennen Eisfelder und ähnliches. Das ist richtig. Dementsprechend würde ich mich da häufig mit ihm kurz schließen, wenn wir quasi vor so einer Eisfläche stehen und wir uns nicht sicher sind, ist das jetzt Mondeis? Also quasi so eine ganz dünne Eisfläche, die halt tagsüber auftaut und über Nacht wieder zufriert, dass wir uns dann halt an den kritischen Stellen quasi absprechen. Ja. Dann wird der kleine Track halt über das Eis schlittern gehen. Nituk vorne weg mit so einem langen Stange immer wieder prüfend, ob das Eis wirklich trägt. Und ja, es dauert länger, als wenn ihr über den Schnee an Land unterwegs seid. Stimmung ist ja eh etwas im Keller. Und ja, dann kommt es zur ersten Nacht auf dem ewigen Eis. Feuer anmachen ist auf dem Eis natürlich eher nicht so gut, weil einmal kann man damit gesehen werden und zweitens könnte man sich quasi die Lebensversicherung unter dem Hintern wegbrennen. Und ja. Goswin hat zumindest immer das Gefühl, irgendwie noch dieses Wasser, was unter euch ist, die boah. Dankeschön. Ein Donnervogel, was macht der denn im Norden? Genau. Ja, immer noch das Gefühl irgendwie, dass das Wasser unter dir irgendwie, dass du es quasi fühlen kannst, obwohl halt eine dicke Eisschicht ist, über die er läuft, aber ja, hin und wieder wird das Eis, wenn der Schnee mal ein bisschen ausgesetzt hat und du mit dem Fuß ein bisschen den Schnee beiseite räumst, so durchsichtig, dass du meinst, irgendwie unter euch würde ein irgendwas Großes schwimmen oder so, irgendwie ein Schatten unter dem Eis sich bewegen. Aber vielleicht ist das nur Einbildung. Ja, genau. Ikayu. Ja. Da ist etwas unter dem Eis. Ich guck mal nach unten. Ja. Was? Eis. Was genau meinst du? Da ist etwas darunter. Etwas anderes als Wasser und Fische? Keine Ahnung, ob es ein großer Fisch ist. Das ist das Meer. Könnte durchaus sein, dass es hier Eislöcher gibt von Robben. Kann sein. Ja, Lothir.
Es ist jetzt die Frage, ob er das weiß, wegen so weit im Norden. Weil es gibt ja auch die, die Robben fressen, die leben, aber die kommen auch schon mal unter dem Eis. Das ist die Frage, ob er von denen überhaupt weiß. Dann ja, kannst du ja mal eine Probe würfeln auf Das ist deine natürlich Tierkunde. eine gute Frage. Wie erschwert. Ja, ach Ich habe so, da auch war ja was, ja. Tierkunde. Nee. Na, ich guck mal, vielleicht wird der Würfelwurf ja trotzdem toll. So, lass mal So schlecht gucken. bist du ja gar nicht in Tierkunde, aber ich sehe hier gerade. Ja, das ist korrekt. Den Wurf müsste ich allerdings wiederholen. Darf ich auch mal? Tu dir Das keinen finde Zwang ich gut. an. Ihr dürft immer würfeln, wenn ihr wollt. Könnt euch nicht daran hindern. Oh Oh, ja. besser. Oh ja, definitiv. Besser. Dann ist es ein, dann sind es noch 2 QS. Qualitätsstufe. Die Ja, 15 hat mich dann reingerufen. wird das, also Mutti wird das auf jeden Fall wissen, sowas, ja. In dünneren Schichten Eis gibt es den großen eisigen Jäger unter dem Eis. Ja, bei der Geschichte wird wahrscheinlich Ilva sich nochmal, ja, sie spricht generell wenig, auf der, also wenn gar nicht, was jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Man hat sich schon zu tief in sich zurückgezogen, aber der große Jäger unter dem Eis und generell, naja, das Lothir weiß es auf jeden Fall, der Volksglauben der Fjaninger, dass das Meer der Ort der Toten ist und das zehrt dieses. Diese Erkenntnis zehrt gerade noch mal doppelt an Ilva. Denkt nicht so viel darüber nach. Das ist nur der Sog der Tiefe, den ihr spürt. Das Eis ist tückisch. Es ist fest, aber es suggeriert einen endlosen Fall. Ein Gedanke, mit dem man sich anfreunden muss, wenn man hier draußen überleben will. Lothir guckt auch mal auf das Eis runter, überlegt über die Geschichten, die er gehört hat, von dem Firnelfen, der mal erzählt hat, dass er einen gesehen hat bei der Robbenjagd. Einen Firnshai. Naja, das ist aber dann eher der Gedanke, der dann folgt. Das spricht nicht laut aus. Falls der durchs Eis bricht, ist es sowieso egal. Wir müssen auf der Hut sein. Auch vor ihren Speeren, gerade aus der Luft. Ja. Aber das Eis spricht mit uns. Ja. Mit jedem Schritt singt es sein Lied. Nicht stehen bleiben, weitergehen. Ihr hattet euch ja gerade für die Nachtruhe irgendwie niedergelassen. Iglu bauen ist jetzt hier auf dem Eis halt auch nicht wirklich angenehm, beziehungsweise nicht möglich, weil zu wenig Schnee hier. Zelte in das Eis reinzuschlagen ist halt gefährlich. Ginge, aber ist gefährlich, ja. Deswegen ist es wahrscheinlich am extremsten wird es für Goswin sein, aber auch für Nornara ist es nicht angenehm. Hier unter freiem Himmel zu nächtigen. Wer macht denn eine Wache, falls ihr Wachen machen wollt? Hundswache, wie immer. Überlegen. Wir sind 5, ne? Oder ne, Ihr 6 seid mit Nordara, ne? 4, 5, 6, ja. Alle müssen ja nicht unbedingt wachen, aber die größte Gefahr ist ja bei denen, die schlafen, zu erfrieren im Schlaf. Richtig, ja. Okay.
Wacht jeder, würde ich sagen, 2 Stunden. Ich würde die Magier ganz schlafen lassen. Die brauchen das. Gut. Magier, die, die zaubern können, rücken jetzt bitte mal zusammen. Ich glaube, das musst du uns nicht zweimal sagen. Und dann würde Lothir um beide den Mantel legen, also drüber legen. Dann ist der Schutz zwar nicht hundertprozentig, weil er halt nicht für 2 Personen gedacht ist. Aber wenn da ja beide relativ schmal sind, dürfte das ungefähr hinhauen. Das heißt, dann werden 2 Kältestufen negiert. Ja, so lässt es sich wenigstens halbwegs ertragen. Und ihr braucht schon noch den ganzen nächsten Tag. Und als am darauffolgenden Tag die Sonne schon tief steht, noch nicht ganz versunken ist, aber tief steht, fällt Nituk das erste Mal unter dem Eis eine Merkwürdigkeit auf. Hier ist nochmal ein Schatten, ruft er. Aber nicht so laut. Stockert so mit dem langen Stock, den er bei hat, irgendwie auf das Eis vor sich. Ich komm mal hin. Würde so den bisschen Rauschnee beiseite wischen. Kann man durchsehen durch das Eis? Ja, du kannst durchsehen. Also es ist trüb natürlich, und aber es sieht halt sehr groß aus. Es erscheint irgendwie eine Felsformation oder also ein Fels, der knapp unterhalb der Oberfläche ist, mit allerlei Muscheln überzogen. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Das dürften Ausläufer der Insel sein. Kann man abschätzen, wie dick das Eis hier ist? Euch kommt vor, dass das Eis hier wesentlich dünner ist, als ihr losgelaufen seid. Also es knirscht und knackt wesentlich häufiger als vorher. Jetzt wird es interessant. Wir sollten ausschwärmen. Ja, wir sollten nicht zu dicht auf einer Stelle treten. Wenn jemand ein sehr lautes Knacken hört oder sieht, wie sich sehr viele Risse bilden, am besten flach hinlegen. Ja. Und euch ist klar, dass jeder Sturz in das kalte Wasser den sofortigen Tod bedeutet. Also zu Lothir vielleicht nicht, aber für alle anderen wahrscheinlich. Die Kälte wird wohl schwer jemand überleben können. Cosmin, Nornara, wie geht es euch? Wie soll es uns gehen? Wie ausgeruht seid ihr? So ausgeruht es geht. Gut. Ja, du hast noch mal regenerieren können am nächsten, in der einen Nacht übrigens, ne? In welcher? In der jetzt, in der wir hier auf dem Eis waren? Ja. Welche Tageszeit haben wir ungefähr? Später Tag, also die Sonne sinkt, es wird wahrscheinlich in den nächste 1-2 Stunden untergehen. Sehr gut. Dann machen wir es wie folgt. Nituk und ich werden weiße Felle mitgenommen haben. Wir beide werden jetzt in Richtung, in die ich die Insel vermute, loskriechen. Und zwar auf dem Bauch, möglichst flach mit den weißen Fellen, damit wir gegen Blicke geschützt sind, und beim ersten Sichtkontakt mit einer möglichen Basis drehen wir um. In der Abenddämmerung wird Goswin oder Nornara losfliegen, weil in der Abenddämmerung sieht man noch relativ gut, ist aber schwer zu erkennen gegen die leuchtende Sonne am Horizont. Ja. Dort werden wir die wichtigsten Informationen sammeln und dann können wir entscheiden, ob wir diese Nacht schon einsetzen. Und
Wenn es soweit sein sollte, werde ich einem von euch beiden den Mantel geben. Ich brauche ihn nicht. Die Kälte macht mir weniger aus. So von sehr gedeutet auf Nonara und Goswin. Und dem anderen werde ich die höchste Gabe zuteil werden lassen, die ich noch wirken kann. Ich möchte mich nochmal dagegen aussprechen, dass wir in der Nacht in das Lager gehen. Elfen sehen im Dunkeln. Gerade diese, ne? Die leben im Dunkeln. Dann werden wir wahrscheinlich gegen frühen Morgen dort einfallen. In der Hoffnung, dass dort viele dann schlafen. Mhm. Nichtsdestotrotz brauchen wir Informationen, um Sachen zu planen. Gut, dann mach mal eine Fährtenleseprobe, Ikayu. Mhm. Der beste Zeitpunkt wird der sein, wenn diese Sonne sich auf dem Eis spiegelt und ins Auge sticht. Oh. 8, 6, 16. Ja. Fährtenlesen, Moment. Ja, wunderbar. 3 Qualitätsstufen. Ja. Kriegt ihr eine ganze Ecke von der Gruppe weg? Der Nebel, der irgendwie auf dem Eis liegt, lässt euch nicht sonderlich weit sehen über das Eis, aber ihr erkennt bald irgendwie dunkle Schemen im Eis, also im Nebel drin. Und wenn ihr euch traut, näher zu robben, tut ihr das? Ich würde es versuchen, halt, bis ich wirklich ein klares Sichtbild habe, dass ich dann nicht auf einen Eisberg, der eingefroren ist, zu robbe, sondern wirklich auf ein Lager. Ja, es ist kein Lager, aber hier sind mehrere Eissegler auf dem Eis. Jetzt ist die Frage, mache ich es oder mache ich es nicht? Ich frage mal den Würfel, ich habe ja keinen Gesichtswürfel. Okay, Ich greife nach dem Himmelslicht, das ich ein bisschen unter meine Klamotten geschoben habe. Mhm. Leg mich flach aufs Eis, sorge dafür, dass das Fell wirklich gut über mir drüber liegt. Bewege mich nicht mehr und konzentriere alle meine Gedanken auf Eisblüte. Mhm. Und möchte versuchen, ob ich sie erreichen kann. Ob ich wieder in Reichweite bin. Mhm. Also Ich suche nach ihr, so, wo bist du, Eisblüte? Nur Eisblüte. Ich sperre alle anderen Gedanken aus. Mhm. An die Kälte, an was auch immer. Und konzentriere mich nur auf sie. Mhm. Ja, du bekommst keine richtige Antwort. Also du kannst nicht mit ihr reden oder sowas, aber du bekommst Sinneseindrücke von... Ja, von einem, von Fesseln und von, ja. Und es fühlt sich nah an. Hat sie Schmerzen? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob sie es empfinden kann, aber ich möchte ihr Zuneigung und Trost. Also ich kann ja spüren, was sie spürt, und ich weiß, sie kann ungefähr spüren, was ich spüre. Also werde ich versuchen, an Zuneigung und Trost das auszustrahlen, was ich kann. So nach dem Motto, ich bin hier, wir sind hier, du bist nicht mehr allein, wir kommen, um dich zu holen, wie wir es versprochen haben, halte durch. Mhm. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob sie das überhaupt empfinden kann oder ob sie sich jetzt fragt, was ist das da, was über die Leitung kommt. Mhm. Aber ich hoffe, dass sie irgendwie spürt, ja, dass es ihr irgendwie Trost gibt, für was auch immer diese Nacht noch auf sie zukommen mag. Ja. Naja, dann lasse ich die Verbindung fallen. Warte einen Moment, bis diese letzte Erinnerung an Schmerz in mir abebbt. Merke wahrscheinlich da erst, dass ich mir auf die Lippen gebissen habe, um nicht selber irgendwie zu schreien oder ähnliches. Mhm. Vielleicht blutet es auch, ich weiß es nicht, wie viel ich da jetzt an Selbstbeherrschung aufwenden musste. Aber würde mich dann auf den Rückweg machen.
kann das ja testen. Selbstbeherrschungsproben kann man ja machen. Soll ich das mal machen? Ja, wenn du es schon vorschlägst. Ja, dann. Und du selber nicht weißt, wie es ist, dann überprüfe es mit dem Würfel. Ich möchte bitte einen Chip einsetzen. Ja. Und die 17 und die 4 rerollen. 14, ja. Ja, die 14 meine ich ja. Da kommt die 19. Aber auch eine 1. Kann ich die 19 nochmal chippen? Ich glaube, rerolls kann man nicht rerollen, weil ich es richtig gelesen habe. Nee, es reicht, alles gut. Mhm. Aber gerade so. Also, das war, sie scheint heftige Schmerzen zu haben. Und wenn ich wieder klar wäre, merke ich halt wirklich, wie mir das Blut seitlich am Mund runterläuft, weil ich mir halt wirklich die Lippen aufgebissen habe. Und wie es halt so ein bisschen auf das Eis unter mir, wo ich dann versuche, es hastig wegzuwischen, dass es halt nicht zu erkennen ist. Mhm. Und mache mich dann auf den Rückweg zurück ins Lager. Und wenn ich weiß, dass ich in sicherer Entfernung bin, dann begebe ich mich erst auf die Knie und danach wieder auf die Füße, um immer noch sehr langsam und leise bedächtig einen Fuß vor den anderen zu setzen, wieder bei den anderen aufzukommen und dann mir das Fell vom Kopf zu holen. Und ja, dann seht ihr wahrscheinlich auch hier. Das hätte ich jemanden gefressen. Also oder irgendwas groß gefressen. Die beiden. Ich habe sie gefunden. Da ist kein Lager, nur Schiffe. Ja. Aber sie sind dort. Wir haben aber ich habe keine Wachen gesehen. Also standen nur die Eissegler dort. Ich konnte keine Wachen erkennen. Und der Himmel war auch leer, soweit ich sehen konnte. Mir ist auch nichts aufgefallen. Aber Eisblüte ist dort. Sie ist ganz nah, ich weiß es. Ist dort vielleicht irgendwie ein Eingang? Ich meine, die Insel ist versunken. Ich weiß nicht, wir waren nicht so nah dran. Wir sollten erst morgen, wenn die Sonne scheint. Und ja, nur weil ihr keine gesehen habt, bedeutet das nicht unbedingt, dass keine da waren. Richtig. Kannst du mit Magie erkennen, ob getarnte Wachen da sind, Goswin? Das kann ich allerdings nicht wirklich gut. Du nur, Nara. Sie schaut so mit etwas Vorbereitung. Aber ich habe auch nicht mehr viel Kraft. Das wäre dann der letzte Zauber erstmal. Ich habe nicht gut geschlafen die letzte Nacht. Aber ich denke, wir sollten auf Summer sicher gehen, oder? Ja, zumindest wenn es Nacht wird. Wir müssen wissen, ob dort Leute sind und ob wir unser Lager für die Nacht vielleicht etwas weiter zurück verlegen sollten. Lieber morgen noch eine Strecke gehen und heute Nacht außer Sicht und ungestört und gesichert und geschützt bleiben. Dann schaue ich morgen. Vielleicht kann ich mich heute Nacht etwas besser erholen. Ja. Ja, und dann lagert ihr noch ein weiteres Mal. Mhm. Und möchtest du noch den Erkundungsflug machen, Goswin, in der Abenddämmerung, damit wir wissen, auf was wir uns morgen früh einlassen? Ja, halt. Dann tu das doch mal. Klar. Dann werde ich mich in die nächste nicht vorhandene Ecke drücken. Ach nein, ich muss mich ja nicht ausziehen. Ach, zum Glück wenigstens etwas. Ja, es gibt manche Sonderfähigkeiten, die sind ganz nützlich. Ja, die Verwandlungsmagie ja nicht überall nackt zu sein, ist echt gut. Ja.
Ja, dann denke ich, kürzen wir das insofern ab. Ich werde mich in eine Eule verwandeln. Ja, das werde ich auch ziemlich gut machen. Genau. Und werde dann starten und eben dorthin fliegen, wo Ikayo und Nituk mir berichtet haben. Und erst auf ein bisschen Höhe achten. Und sobald da weniger los ist, werde ich mal vorsichtig an Höhe absinken. Aber natürlich immer schön versuchen, nicht zu gerade Kreise zu fliegen, dass ich unvorhersehbar bleibe. Also in der Luft schon mal siehst du keine Wesenheiten, die irgendwie durch die Luft fliegen um diese Stelle herum. Kannst ziemlich schnell auch diese Schiffe sehen. Du siehst halt, dass die quasi in einer Art Kreis angesiedelt sind von oben und dass ein Loch im Eis ist. Allerdings siehst du kein Wasser in dem Loch. Okay, also wenn ich absinke, schießt auch keiner nach mir. Das scheinen nur die Schiffe zu sein und keine Personen. Ich bin leichtsinnig. Ich lande. Und zwar, also ist ja, Eule ist ja ein Greifvogel, kann ja gut stürzen, ne? Und lande dann direkt auf dem Eis neben dem Loch und schau mal rein. Ja, es ist eigenartig, es ist halt ein Loch im Eis. Das ist irgendwie die ersten paar Meter, die du sehen kannst, ist das auch komplett Eis. Irgendwie so 5 Meter oder so ist es bestimmt Eis. Und danach ist es halt dunkel. Und schwer zu sehen. Es ist halt so schief ist auch künstlich reingehauen. Also kann man sehen, dass da jemand mit Spitzhacken oder so, halt, du siehst die Überreste noch an den Seiten, dass jemand halt so ein breites, schiefes Loch in das Eis geschlagen hat. Wie leichtsinnig bin ich? Ich weiß es nicht. Das ist dein Charakter. Alles klar. Ich treibe es auf die Spitze. Ich verwandle mich zurück und setze gleich den nächsten Zauber an. Und zwar reibe ich mir über die Arme und über den Körper und spreche dabei Nusquamaparea. Und irgendwann bei dem Reiben werde ich immer blasser und blasser und blasser und blasser und verschwinde und werde unsichtbar. Zumindest so die Theorie. Ich werde mal Praxis folgen lassen. Da muss, glaube ich, ein Chip fallen, oder? Das wird er. Die 10 behalte ich. Der erste ist eine 7 und der zweite eine 13. Damit kann ich leben. Hast auch keine Wahl mehr jetzt. 7, 13, 10. Ja, könnte ja auch ansonsten nicht reingehen. Ne? Okay. Ja, und dann, nachdem ich mich vergewissert habe, dass ich auch wirklich unsichtbar bin und mich nicht mehr sehen kann, steige ich in das Loch. Ganz vorsichtig, Es Meter ist für halt Meter, wirklich hoffe so ich rein, genau. so schief reingehauen, dass man halt auch runtergehen kann. Es ist halt nicht wirklich Treppen drin, aber man sieht es halt schon so, dass man hat das wohl künstlich auch so angelegt, dass man halt da auch wirklich heruntergehen kann. Ja. Und je näher du nach vorne gehst, ja, es ist halt dunkel irgendwann, ne? Also die Dunkelheit umfasst dich irgendwann. Also wenn du Okay, also es ist Licht, einfach stockdunkel, ich sehe gar nichts mehr. es kommt kein Licht mehr da dran. Das geht halt schräg unters Eis. Okay. Und das so nach Fünf. 5 Metern. Ja. Ja, du siehst halt das kleine Licht, was noch hinter dir noch reinfällt. Und siehst halt, dass nach dem Eis es irgendwie noch weitergeht. Das scheint irgendwie eine Struktur zu sein. Was das jetzt genau ist, sieht ein bisschen aus wie Felsen oder jetzt aber auch nicht wirklich. Ist es. Naja, Felsen ist es auch nicht wirklich.
und macht dann so einen Bogen um die Ecke. Gehst halt drauf, es ist halt hart, aber Fels ist es jetzt auch nicht wirklich. Das Material sieht eher aus wie eine Muschel. Und geht halt in die Kurve. Okay. Eine Muschel von innen halt, ne? Jetzt reicht's. Ich übertreib's nochmal. Jetzt reicht's. Und reib mir die Augen. Ich reib mir einfach nur die Augen. Ja. Eine ganze Zeit lang. Und sobald ich sie aufmache, kann ich im Dunkeln sehen. Mhm. Das sieht ganz gut aus auch, ja. Ja. Okay. Kein Thema. Ja, dann siehst du jetzt viel besser und siehst halt jetzt auch dieses schillernde Innere von Muschelgewebe. Also Muscheln hast du ja auch auf jeden Fall schon mal gesehen. Mhm. Das scheint eine riesengroße Muschel zu sein, die du da gerade drauf gestiegen bist. Und die dreht sich halt in Schlangenlinien jetzt nach unten. Ja, und ich versuche auch vorsichtig, ich setze mir einen ungefähren Zeitpunkt. Ich will nur so 10, 15 Minuten da rein. Mehr nicht. Ja. Folgst dem Muschelgang. Und irgendwann hat die Muschel ein Ende, als wenn es dann eine Art Treppenhaus wäre. Mhm. Und du stehst auf festem Boden. Auf dem Boden. Und ja, es ist ganz normaler, sandiger Boden. Trittst irgendwie aus dem Muschelgelände raus und du siehst in eine Art Feld hinein. Und muss gerade mal gucken. Haben sie jetzt hier mal wieder total durcheinander gemacht. Ich liebe dieses Abenteuer manchmal. Wir auch. Ja, es sieht auf jeden Fall aus wie eine wie ein weites Feld und du erkennst Bäume. Bist dir nicht ganz sicher, ob das Bäume wirklich sind, weil die sehen eher so aus wie Steine, aber sind wie Bäume gewachsen. Okay. Also scheint es auf so einer Lichtung zu stehen. Über dir kannst du jetzt nach oben gucken, siehst halt von außen diese riesige Muschel, wie die sich nach oben dreht und halt oben über dir halt so eine Kuppel aus Eis. Und eine weite Fläche mit Bäumen, die aussehen, als wären sie aus Stein oder aus Eis. Eher aus Stein, würdest du vermuten. Aber es ist, wenn du da zu einem hingehst, Faxan ist definitiv Stein. Okay. Also damit wäre die Frage auch beantwortet, die bewegen sich nicht unnatürlich oder so. Die bewegen sich gar nicht, weil es sind Steine. Ja, alles klar. Aber es sieht jetzt, wenn du an einen dran bist und irgendwie du dran packst oder so, das scheinen mal wirklich, also entweder hat das ein Bildhauer gemacht, also es sieht halt wirklich aus wie ein Baum, nur dass er aus Stein ist. Und das muss ein wahrer Meister der Bildhauerei gewesen sein. Mhm. Ja. Ja, wie viel Zeit ist ungefähr vergangen, seitdem ich so... Ja, du hast ja eben gesagt, dass du eben so 10, 12, 15 Minuten da irgendwie langläufst und dann... Ja. Okay. Und dann komme ich bis zu diesem Wald und dann... Ja, du kannst halt einmal runter, irgendwie kurz auf die Lichtung, kannst zum ersten Baum hinlaufen. Okay, und hier ist aber trotzdem noch alles dunkel. Hier ist es dunkel, ja. Es kommt so gut wie kein Licht von... Also du kannst nach oben gucken, siehst, dass noch oben die Sonne scheint. Du kannst ja den Sonnenball erahnen unter dem Eis, aber da kommt kaum Licht durch. Ja, okay. Ja, dann wieder raus.
Die ist raus. Allerdings, also ich habe auch nirgendwo jemanden gesehen, ne? Nein, keine Person. Niemand da, ich habe auch keine Bewegungen wahrgenommen, nichts. Nein. Okay, und es gab auch nicht so viele, also es gab auch keine Verstecke da oder so. Ja, es gab halt jede Menge Bäume da, ne? Also es sieht halt aus wie ein versteinerter Wald, wo du jetzt da unten warst. Dann, In der Muschel selber konnte man sich nicht verstecken, ne. Ja. Dann, sobald ich die Muschel wieder erreicht habe, hebe ich meine Unsichtbarkeit auf. Wenigstens ein bisschen Astralenergie sparen. Und dann gehe ich wieder hoch. Okay. Gehst zurück zum Lager. Ja, ich wandere dann auch. Also ja, kannst ja nochmal in die Boote reingucken, die Boote sind leer. Ja. Okay. Und komm zurück ins Lager. Dürfte wahrscheinlich auch mittlerweile schon dunkel sein. Ja. Ich bin viel zu spät. Das ist das Erste, was euch auffällt. Ja, als sich deine Gestalt nähert, radelt ihr sofort erstmal den Bogen oben. Ich höre auf, herumzutigern. Beinahe habe ich so eine kleine Rundkuhle ins Eis gelaufen, weil ich die ganze Zeit im Kreis gehe. Blut hier nicht alles, was spitze Ohren hat, ist dein Feind. Ich verzieh das Gesicht so. Ich lach dann morgen. Steck den Pfeil wieder fest. Kannst du auch noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Du bist lange weg. Ja. Ich habe auch ein bisschen mehr ausgekundschaftet als nur diesen Lagerplatz. Denn dieses Loch ist absolut unbewacht. Und man kann auch noch weiter in das Loch hineinsteigen. Habe ich dann einfach mal gemacht. Dann mach den Mund wieder zu. Keine Sorge. Erstens, ich habe kein Licht angemacht. Zweitens, ich war unsichtbar. Also Lothar schaut so zwischendurch Beine hin und her. Ich entdecke immer mehr Gemeinsamkeiten. Du kannst dich unsichtbar machen? Nein, kann ich nicht. Wo ist denn da die Gemeinsamkeit, Luthi? Ihr steckt beide gern eure Nase. Nein, lass mir das. Also, danke, lieber Gostin, dass du dein Leben aufs Spiel gesetzt hast, um noch mehr Informationen über das Loch rauszuholen. Bitteschön, gern geschehen. Ich habe Folgendes rausgefunden. Dieses Loch geht erstmal, es ist reingehauen. Das geht erstmal ordentlich runter. Und dann ist da eine Muschel. Eine Riesenmuschel. Und die geht so, also und da kann man dann den Bogen runtergehen. Und wenn man unten angekommen ist, dann ist da Sand und versteinerte Bäume. Weiter bin ich nicht gekommen, dann habe ich mich nicht mehr getraut, beziehungsweise ich wollte auch nicht meine gesamte Astralenergie draufhauen lassen. Irgendwann kann ich die ja vielleicht nochmal gebrauchen. Wisst ihr? Und ihr könnt euch daran erinnern, was das letzte Mal passiert ist. Dann bin ich nicht mehr zu. Deswegen war ich vorsichtig. Also nur, dass ich das jetzt richtig verstehe. Da gibt es einen Zugang direkt zu vermutlich dieser Insel. Ja, so würde ich das sagen. Hast du da unten irgendwas gehört? Tatsächlich nicht. Ja, nicht wirklich, nee. Habe ich da überhaupt irgendwas gehört? Ja, es ist irgendwie so ein Rauschen halt durch das Meerwasser vielleicht, irgendwie diese Kuppel, die gegen das Eis drückt, kann man schwer irgendwie einschätzen. Und irgendein ein hohes Sirren, irgendwie was durch diese steinernen Blätter der Bäume irgendwie zischte. Und vielleicht in irgendeiner... Also du hast die Präsenz von irgendwelchen Lebewesen auf jeden Fall wahrnehmen können. Also da waren Geräusche irgendwie, dass da nicht alles leer ist. Aber du hast keine gesehen. Aber die Bäume selbst waren das nicht? Nee. Okay. Zumindest nicht das, was du wahrnehmen konntest. Der eine, an dem du gepackt hast, der war
nicht lebendig. Ich weiß auch nicht, inwiefern Goswin jetzt weiß, ob es irgendwelche Steinbaumwesen gibt oder so. Naja, Steinbaumwesen nicht, aber jeder Magier dürfte dürfte über die Geschehnisse in Tobrien unterrichtet worden sein. Und weiß daher, dass es durchaus Dämonen gibt, die aussehen wie Bäume und gerne mal Leute fressen. Ja. Aber wenn, dann hat man diesen Dämon hier versteinert. Was ja im Prinzip den gleichen Effekt hätte, wie einen normalen Baum zu versteinern. Zumindest was das Gefahrenpotenzial angeht. Sie müssen sich sehr sicher fühlen. Unter dem Eis. Das würde ich auch. Undurchdringliche Kälte, erstmal bis zu ihnen hin. Ein Ort in völliger Finsternis, wo nur sie etwas sehen können und die jede Art von Eindringen sofort bemerken würden durch ihre eigene Magie. Dann hätten sie mich ja bemerkt. Naja. Vielleicht ist ein Einzelnen, vielleicht haben sie irgendwas bemerkt, vielleicht gibt es da aber auch so viel. Vielleicht, ich weiß nicht, hat Eisblüte nicht gesagt, sie hatten Sklaven? Vielleicht achten sie auf ein einzelnes Lebewesen nicht unbedingt. Was machen wir jetzt? Ich kann nicht im Dunkeln sehen. Nee, wir sollten bis morgen früh warten und dann sollten wir da rein. Also ihr erinnert euch auch, dass Eisblüte euch auch erzählt hat, dass ihre Städte auch unter Wasser sind, ne? Wenn wir morgen früh hineingehen, bringt das Licht ja auch nicht bis dort runter, oder? Kommt drauf an, wenn kein Wasser drin ist, sollte ein bisschen Licht durch das Eis kommen. Nicht viel, aber ein bisschen. War es da unten kalt, Goswin, oder normal? Also es war kalt, aber wärmer als oben im eisigen Wind. Also wahrscheinlich wie im Igloo. Ja. Also je mehr du drüber nachdenkst, Lothir, das ist schon der ideale Ort, um für einen Dunkelelfen sich zu verstecken und von der Sonne geschützt. Nun, sitze ich in einer Festung, die keiner sehen kann oder keiner richtig wahrnehmen kann, da würde ich mich auch ziemlich sicher fühlen. Soll ich die Prajoten und der Traumfrageweiten holen? Ich weiß nicht, kann die Eisfläche aufbrechen? Also nur über dieser Höhle? Nein, aber die haben die Möglichkeiten, die Höhle zu erhellen. Gut, ja, dann können wir uns auch direkt eine Zielscheibe auf die Stirn binden. Da, wo das Licht angeht, wird drauf geschossen. Zwar wäre ein erleuchtender Bannstrahl vermutlich wirklich schön und würde uns auch kurzzeitig helfen, bis die nicht von dem Bannstrahl erwischt worden sind. Ich denke, der Plan sollte an sich derselbe bleiben. Wir, schaut mal zu Igayo, infiltrieren. Ich denke, unsere besten Überlebenschancen sind tatsächlich, wenn wir uns leise und ungesehen bewegen. Alles andere wird zu unserem Tod führen. Eine falsche Bewegung, ein unbedachter Laut und das war's. Wir müssen uns mitten in das Herz des Feindes begeben, wenn wir Eisblüte da rausholen wollen oder wenn wir eine Chance darauf haben wollen, die Himmelslichter zurückzubekommen. Wir sollten uns auch über eine Sache klar werden. Was machen wir, wenn wir unterwegs auf Chakragar stoßen? Umgehen wir sie oder nicht? Wenn möglich, umgehen. Wir können uns auf keinen Kampf einlassen. Ich meine nicht auf einen Kampf. Wenn es ein einzelner Wächter ist oder zwei. Ja, je mehr wir töten können, desto besser ist es. Ne? Früher oder später stehen wir ihnen sowieso im Kampf gegenüber. Jeder Konfrontation birgt das Risiko,
dass der Wächter entkommt, dass es Lärm gibt, dass wir noch mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wenn es nicht anders geht, wenn es das letzte Mittel ist, müssen wir ihn so schnell und so leise, wie wir können, in seiner verdammten Plattenrüstung auf den Boden bringen. Ohne dass es scheppert, ohne dass er schreit, ohne dass er in der Lage ist, Magie zu wirken. Sonst war es das. Sonst ist das wie ein Gong. Im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig. Apropos Gong, wie machen wir das mit dem Licht? Wir müssen darauf hoffen, dass Licht durch die Eisdecke fällt. Gedämmt. Wenn die Sonne scheint. Dass es Abend war oder also ist Tasse war mehr Licht da? Ja, okay. Sie werden sich an den dunkelsten Stellen aufhalten. Also irgendwo wird es vermutlich finster sein. Entweder weil es noch tiefer hinuntergeht oder weil sie dort Unterschlüpfe gebaut haben. Ja, genau diese Ecken müssen wir aufpassen oder sie im Zweifelsfall selber durchqueren. Eine Fackel wird auffallen. Richtig. Ich werde das Himmelslicht nicht benutzen können. Ja, der Fackel riecht man ja auch, bevor man sie sieht. Gwen Petrill hat keiner, glaube ich, gehabt. Nein. Ich habe etwas mitgenommen, meint nur Nara. Gewende was? Sie macht leuchtende ihren Rucksack auf und holt ein paar leuchtende Steine raus. Leuchtende Steine des Effert. Cool. Das muss reichen. Es sind nur zwei, aber... Das muss als Lichtquelle reichen. Wir sollten eh so dicht wie möglich beieinander gehen. Es können sowieso nicht alle mitkommen. Ein paar von uns müssen hier oben bleiben und den Eissegler fertig machen. Denn wenn Stimmt. wir Eisblüte haben, müssen wir so schnell wie möglich hier weg. Und bis dahin muss jemand wissen, wie man das Ding bedient und es am besten schon zur Abfahrt bereit haben, dass wir nur noch reinspringen müssen. Wenn sie ihre Schiffe nicht bewachen, sollten wir sie nicht sabotieren? Ja, und einen klauen. Mhm. Ja, so viele wie möglich sabotieren, einen klauen. Wenn die an sich wie normale Schiffe fungieren, reicht es ja, das Ruder vermutlich zu zerstören oder zu blockieren. Oder die Segel zu zerschneiden. Mhm. Ich kenne mich mit Eisseglern aus, meint Nituk. Vielleicht kriegen wir es sogar so hin, dass wir die restlichen Eissegler so drapieren, dass man sie anzünden kann. Wir haben keinen Brandbeschleuniger. Zu versperren? Das kriegt man nicht mit vergorener Karinmilch zum Brennen. Ja. Ich habe auch kein Öl dabei. Habe ich Öl dabei? Ich guck mal. Ich denke, Nornara sollte nicht mit runtergehen als alte Frau. Und für dich brauchen wir für die Eissegler. Ich weiß nicht, wie man das Ding bedient. Mhm. Und als die auch gut in Heilung ist. Stimmt. Aber ich kann wirklich, wenn ich da unten, wenn wir weglaufen müssen, ich bin euch nur ein Hindernis. Dann bleibst du hier. Dachte ja eigentlich, ich sollte hier um das Lager fliegen und von oben irgendwas machen, aber wenn die da unter dem Eis sind, was soll ich dann danach machen? Richtig. Wie stark friert Nornara eigentlich? Die ist ziemlich, also die friert schon. Ist ähnlich wie bei Goswin. Oder mein Nituk auch, der ist das auch nicht so. Also der ist zwar gewohnt, Kälte, aber der ist halt auch nicht besser geschützt als alle anderen auch. Ilva und du, ihr seid ja kälteresistent. Ich glaube, Ikayo nicht wirklich, oder? Doch, ich bin auch kälteresistent. Ja.
Gut, wenn wir runtergehen. Dann werde ich meinen Mantel hier lassen. Das hat strahlend weiß. Ich denke nicht, dass wir das brauchen, Lothier. Wir können hier oben zumindest Feuer machen, ohne dass irgendwas ist. Ihr da unten nicht. Na gut. Na gut. Wir sollten aber nicht noch länger warten. Dann steht es fest. Ja. Bis morgen früh müssen wir schon noch aushaben, sonst haben wir gar kein Licht da unten, oder? Richtig. Dann lege ich mich jetzt schlafen. Mach das. Erhol dich. Dann regeneriere nochmal. Kann ich eigentlich auch regenerieren? Natürlich, oder? Ja. Mhm. Ach, das ging ja, stimmt. Ja, das ist in DSA 5 kein Dinger mal. Muss sein. Da konnte ich zweimal, ne? Mhm. Nach uns. Ich glaube, Kaio betet während der Nacht nochmal zu den Himmelswölfen. Mhm. Zu Liska. Ja, und dann geht es am nächsten Tag los. Der kleine Stoßtrupp, der inzwischen noch kleiner ist, bricht auf durch die Muscheltreppe nach unten. Und ihr seht das halt auch zum ersten Mal. Und seht dann auch unten halt die versteinerten Bäume. Das ist irgendwie faszinierend und beunruhigend zugleich. Lasst mich vorausgehen. Mhm. Ich hatte schon immer ein natürliches Gespür für Fallen. In welche Richtung gehst du denn? Gibt es da irgendwie eine Art Weg? Also die Kuppel scheint irgendwie ovalförmig zu sein. Du siehst dann irgendwie an der einen Seite eine große monolithenartige Felsformation. Das ist wahrscheinlich dieser Felsen, über den ihr drüber gelaufen seid, den ihr auch schon von oben gesehen habt. Auf der anderen Seite ist kein Felsen. Aber zu den zu Firun und, wie heißt der Gegensatz zu Firun und Perbraios, ne? Oben unten. Da ist dieses Oval halt schmaler. Also also entweder Richtung diesem Felsen oder in die andere Richtung. Wir haben ja Sandboden. Ja. Das heißt, ich würde gucken, ob ich Spuren finde. Ja, dann würfel mal. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus tatsächlich. Moment. Scroll. Da. Fernlesen. Ja, das habe ich geschafft. Und zwar mit 8 über. Das sind 4 3 Qualitätsstufen. Gut, dann müsstest du Richtung Effert, also Richtung Westen, würdest du vermuten. Dann würde ich mich mal vorsichtig auf den Weg machen. Von Deckung zu Deckung. Mhm. Also immer hinter den Steinbäumen entlang. Mhm.
Und ich achte wirklich verstärkt auf meine instinktiven Reaktionen, weil ich verfüge über Fuchssinn. Das bedeutet, ich kann halt Fallen auf übernatürliche Art und Weise wahrnehmen, halt einfach durch den Instinkt. Und sobald der anschlägt, bin ich mehr als vorsichtig. Gut. Dann läufst du erstmal durch ein paar Baumreihen hindurch und siehst dann eine Lichtung. Und auf dieser Lichtung siehst du auf dem Boden es sieht aus wie Eis. Und da sind auf dem Eis merkwürdige kleine Flecken. Okay. Dann schaue ich mich um. Ich möchte eine Sinnesschärfenprobe machen, ob ich irgendwas bemerke. Das sieht gut aus. 17 ist das letzte. Das geht auf Inni, das heißt 3 Qualitätsstufen. Ja, du siehst niemanden, der dich irgendwie beobachten würde oder sonst irgendwas. Du hörst von weiter Entfernung, weil du deine Sinne ja irgendwie anstrengst, sowas Ähnliches wie Musik oder so, aus der Richtung, in die du hinläufst. Und diese Flecken auf dem Eis, wenn du uns näher hinguckst, die sehen so ein bisschen aus wie große Eisklumpen. Aber links sind so kleine Eiskristalle, die aus diesen Eisklumpen rauswachsen, wie Stacheln. Wie weit sind wir da weg? Also Ikayo ist jetzt da relativ nah dran, also vielleicht 5 Meter oder so. Und wie weit sind wir dahinter? Muss Ikayo entscheiden, wie weit sie vorgelaufen ist. Ich habe mich wahrscheinlich erstmal so bedeutet, so in der Deckung zu bleiben. Keine Ahnung, vielleicht seid ihr so 2-3 Meter hinter mir. Ich denke jetzt nicht, dass die Lichtung irgendwie größer ist. Also die Eisklumpen sind unterschiedlich groß. Einige sind so faustgroß, andere sind so ballgroß. Das so, die größten sind so groß wie so ein Fußball und sind halt über und über mit so Eis. Das habe ich aber noch nie gesehen, oder? Nein. Okay. Das sieht interessant aus. Was sagt mein Gefühl? Es ist halt merkwürdig. Die liegen halt da alle irgendwie auf dieser Lichtung rum. Und jetzt, wenn du genauer hinschaust, ich weiß ja nicht irgendwie, keine Ahnung, bewegen die sich? Nicht wirklich, aber so ein bisschen vielleicht. Vielleicht sind das, keine Ahnung, irgendwelche kurz was nachgucken. Meerestiere oder so. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Für mich ist jetzt gerade wichtig, inwieweit kriegen wir das mit, inwieweit sehen wir das? Also sie ist ja vorgeschlichen. Irgendwie wird sie jetzt wahrscheinlich eine Weile irgendwie da drauf starren. Die hat ja irgendwie auch geguckt, irgendwie Spuren gelesen und noch ein bisschen auf die Umgebung geachtet. Vielleicht ist sie da stehen geblieben. Und dann könnte er jetzt so aufschließen und würde dann auch irgendwann sie hinter so einem Baum wahrscheinlich sehen, wie sie so hinter dem Baum die Lichtung beobachtet und dann schließt ihr halt auf. Okay. Und dann kann Goswin, wenn er magisch verstärkt ist, kann er auf der Lichtung auf diese Dinger sehen halt. Ja, für mich ist jetzt die Frage, inwieweit bin ich, ich kenne elfische Kultur, dann dürfte ich auch die elfische Kultur gehen. Ja, mach mal. Das heißt, Probe, Magiekunde oder was? Tierkunde wahrscheinlich eher. Ja, was können wir denn da am besten? Magiekunde, mach mal Magiekunde. Ja, Magiekunde? Ja. Ich auch lieber als Tierkunde.
Würde mir das auch was sagen oder ist das vollkommen unbekannt? Dir wirkt das, glaube ich, nichts, ne. Okay. Sonst hätte ich gesagt, übersagen Legenden oder so. Ja, aber ich habe was über. Moment. Sehr Kunde, sehr Magiekunde. Ja, zwei Qualitätsstufen. Zwei Qualitätsstufen. Mhm. Du hast mal, also deine elfischen Lehrmeister und haben dir ja auch die Saga von Phileasson mal zu lesen gegeben. Und du meinst dich erinnern zu können, dass es da solche ähnlichen Wesen gab, die in einer Strophe vorkamen. Okay, also mir ging es jetzt eher darüber, weiß ich, woraus Firnelfenbögen gebaut sind. Mit zwei Qualitätsstufen wahrscheinlich eher nicht. Also nicht hundertprozentig. Aber was du weißt, ist, dass sie, also du kannst dich an diese Strophe von dem Lied erinnern und du weißt, dass das wohl irgendwas mit Dämonen zu tun hat, diese Wesenheiten. Und dass die zwar relativ unbeweglich sind, aber auf Distanz mit dem Geist von Menschen spielen können. Diese Wesen. Und wenn man sich diesen nähert, also sie versuchen einen quasi mit Geistesmagie, Geistesbeeinflussung zu sich hinzuziehen. Und wenn man sich die nähert, weißt du, dass sie wohl dann explodieren, zerspringen und diese Stacheln, die auf ihnen drauf sind, in das Fleisch des Wirtes quasi reinhauen und da ja böse Wunden und verursachen können und dass dann da neue von diesen Wesen draus entstehen können. Und du weißt, dass diese Splitter zumindest in Lohwangen auf magischen Märkten sehr, sehr begehrt sind. Mhm, und ja, klar. Für etliche Dukaten verkauft werden. Und ich kann sein, dass dein Lehrmeister so irgendwann mal so einen Splitter hatte oder so. Wahrscheinlich. Mhm. Ach, wie gut, dass mich das Geld nicht reizt. Ikayu unter gar keinen Umständen anfassen. Nicht nähern. Wir müssen einen Bogen um dieses Feld machen. Ich gucke ihn einen Moment an. Sehe dann, wie ernst es ihm damit ist. Stelle keine Fragen, trete den Rückzug an und suche einen Weg außenrum. Mhm. Merke mir aber diese Stelle auf meiner imaginären Karte. Okay. Für den Fall, dass wir halt fliehen müssen. Also das mache ich quasi die ganze Zeit. Ich merke mir markante Punkte auf dem Weg, um ihn danach einfach wiederzufinden. Ja. Ja, ihr lauft, willst du dann Richtung Firun oder Richtung Praios ausweichen? Richtung Firun, ich hab's nicht so mit Praios. Okay. Ja, dann stößt du irgendwann, also kannst diese Lichtung umgehen, kannst dann wieder in den Wald eintauchen, siehst dann aber auch irgendwann auch, dass in dem Waldboden selber auch diese Dinger teilweise nicht so dicht, aber verstreuter schon liegen. Und kommst dann irgendwann an den an diese große, massive Felsformation und hörst jetzt können die anderen auch ziemlich deutlich auch diesen Singsang hören. Aber vor euch sind trotzdem noch einzeln verteilt diese Eissplitter auf dem Boden. Die sind halt hier nicht so massiv wie auf der Lichtung, sehr vereinzelt, aber hier sind richtig umgehen kann man sie anscheinend nicht, weil hier ist diese Felsformation und danach ist die Wand. Kann man über die Felsen klettern? Die geht halt bis oben in die Kuppel. Du könntest an dieser Felswand lang klettern, ja, das ginge. Wenn du es schaffst, irgendwie Klettereisen oder sowas in den Fels reinzutreiben. Das würde aber auf jeden Fall laut sein. Ja. Mist. Dann müssen wir es wohl auf der anderen Seite versuchen.
Weil wenn es da kein Durchkommen gibt, ohne dass wir einem dieser Dinger zu nahe kommen, müssen wir wieder zurück uns auf der anderen Seite versuchen. Also wenn man vorsichtig ist, es kann es hier zwischen einzelnen von diesen Dingern durchschleichen. Also sind hier, wie gesagt, hier nur so vereinzelt da, aber die sind da. Ja, Goswin hat ja gesagt, vorsichtig, nee, überhaupt nicht nähern, aber hier sind sie halt weit auseinander vielleicht. Du warst ja eben bis auf 5 Meter dran, also müsstet ihr mal diskutieren, ob ihr da durch wollt oder ob ihr auf der anderen Seite nochmal probieren wollt. Genau, das habe ich jetzt vor. Also Kaio dreht sich um, kehrt zurück in die letzte sichere Position, wo ihr hockt. Also da vorne sind die Dinger verdammt eng. Man kann aber durch, wenn man vorsichtig ist. Die Frage ist, wollen wir es riskieren? Oder gehen wir zurück und versuchen, das Genpraios zu umgehen? Dadurch verlieren wir allerdings eine Menge Zeit. Ja, definitiv. Ein Treffer und du bist tot. Das bin ich bei jedem Fehler hier unten. Dann los. Gut. Ich versuche, einen sicheren Weg zu finden. Und dann drücke ich beiden nochmal die Hand. Dann mach mal eine Wildnislebenprobe, um einen sicheren Weg durch die Igel zu finden. Okay. Ja, es sind Eisigel, ja. Gut, dass ich... Der Chat hat es eh schon rausgekriegt. Oh, ich habe jetzt zweimal gewürfelt. Der erste zählt, Entschuldigung. Ja, 15, 6, 14. Ja, die sind beide relativ ähnlich. Ja, aber... Der erste ist besser. Den ersten habe ich geschafft. Mhm. Mit einer Qualitätsstufe. Okay, mit einer Qualitätsstufe. Okay, dann würde ich von jedem, wenn er da durchschleicht, durch den Weg, den du gefunden hast, eine Selbstbeherrschungsprobe haben. Kann ich den Weg, während ich durchschleiche, markieren, indem ich mit dem Messer so eine leichte Spur in den Sand ziehe? Kannst du machen, ja. Dann ist aber deine Probe für Selbstbeherrschung um einen erschwert. Weil du ja noch was anderes nebenbei machst. Lass mich kurz rechnen. Auch dann habe ich es noch geschafft. Aber dann habe ich halt keinen. Hast du noch gar nicht gewürfelt? Achso, muss ich dann nochmal? Ja, eine Selbstbeherrschungsprobe von allen. Achso, okay, stimmt. Eben war ja. Wildnisleben. Entschuldigung. Ich warte noch. Alter Wert. Ich kriege eh noch -4 auf alles, also ich warte noch einen Moment. Ja, die Entrückung, ich denke, über die 2 Tage wirst du mindestens, also wirst du 2 Entrückungen abgebaut haben. Na gut, okay. Ich shippe die 20, dann habe ich noch einen Chip. Ich habe ja zum Glück Glück. Zum Glück Glück? Es wird nicht viel besser. Aber es reicht. Gerade so? Gerade so, ich habe nichts über. Okay. Aber ich schaffe es. Wahrscheinlich eier ich einmal so über so einen Igel, als ich fast das Gleichgewicht verliere. Loti hat auch eine 20 dabei. Aber der hat noch. Loti hat noch. Loti hat noch Chips. Ja. Nein. Ich chippe mal die 20. Ja. Gut, dass ihr Hennen seid, ne? Nein! Ich will das Abenteuer doch heute nicht beenden. Nächste 20. Ach, der 98, guck mal hier. Liegt in der Folge. Intuition ist das letzte, ne? Was habe ich denn Intuition? Selbstbeherrschung ist Konstitution ist das letzte. Mut, Mut, Konstitution. Ich drehe um und fliege zurück nach Lobra. Ach so, ist ja noch besser. Ich habe mich nicht damit. Habe ich noch mit einer QS geschafft. Puh. Heute ist der Tag der knappen Kisten. Los, Goswin, 2019, jetzt. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Oh Gott, der hat es gesagt. Oh, keine 20 dabei. So nämlich. Moment, habe ich mit 9 auch noch. Ja, 3 Qualitätsstufen. Easy.
Wenn Magier eins können, dann sich selbst beherrschen, ne? Ich glaube, das ist mir schon zu warm, deswegen. Ja, also langsam lauft ihr Schritt für Schritt, einen Fuß vor den anderen setzend, wie auf dünnem Eis balancierend, wie der Storch im Salat, zwischen den Eisigeln entlang. So, und dann schaue ich mal. Und der Gesichtswürfel sagt, alles in Ordnung. Und ihr kommt auf der anderen Seite des Eisigelfeldes an dem Stein entlang an und könnt in der Ferne tatsächlich Zelte erkennen. Und ich denke, mit Blick auf die Uhr ist das dann heute die gute und geeignete Stelle, um diesen Stream zu beenden. Hätte ich erwähnt, dass ich echt volle Oberteil trage und gerade wirklich warm geworden ist bei der letzten Aktion. So, puh. Ich würde sagen, die gute Nachricht des Abends ist, dass niemand gestorben. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Abenteuerschreiber das hier so, also da noch so ein Riesenfeld Eisigel noch dazwischen, also ich weiß nicht. Ja. Ich verstehe es ja allmählich, wir sollen es nicht schaffen, das ist ja schon klar, das ist ja schon langsam klar geworden. Naja, ich meine, wenn wir dann fliehen, könnte uns das auch durchaus zum Vorteil geraten. Ja, das ist richtig. Wenn die dann einfach nicht schneller explodieren. Da durch die Gegend hetzen und versuchen uns aufzuholen. Also ich meine, es sind Elfen, die sind Schweine geschickt, aber. Endurium hilft ein bisschen. Ja, was für eine Folge. Das kann ich nur unterschreiben. Falls ihr euch fragt, wie es der Leopardin geht, der geht's gut. Die hat aber entschieden, das war's heute. was ich nachvollziehen kann. Harte Tobak in dieser Session. Ich hoffe, dass ich nie wieder in so eine Situation komme als Spielleiter. Das ist echt fies. Als Boron warst du großartig. Ja. Ja. Gari. Golgari. Wir können dir allerdings nicht versprechen, dass du, keinen von uns verlierst. Du siehst, die Würfel wollen uns töten. Hältst du jetzt mal die Klappe? Ja, also sehr emotionale Folge und ich habe echt gedacht, man kann die paar emotionalen Folgen, die wir schon hatten, nicht mehr toppen, aber heute war echt, hart. Ich bin fertig für heute, ey. Ja. Frag mich mal. Ja. Also es ist... Schlaf wird überbewertet. Ist auch fies irgendwie, man kommt sich irgendwie komisch vor. Aber, so, beim nächsten Mal werden wir dann das Lager stürmen und also ihr, nicht ich. Nein. Ich weiß nicht, ob das ein uns unbekannter Pinguin sehen sollte, weil ansonsten werden wir alle gelöhnt im August. Diese Folge bitte überspringen. Wir erzählen ja nur eine Geschichte. Vielen, vielen Dank, dass ihr da draußen so zugeguckt habt. Ihr wart ja auch alle total kaputt, genau wie wir alle auch, wir anderen auch. Und manchmal ist es halt so, dass man so in der Welt drin ist, dass es einen wirklich von den Sacken haut, auch. Ja, das spricht, glaube ich, dafür, dass das hier eine ganz besondere Runde ist. Danke fürs Zugucken. Wenn du das später auf YouTube schaust, hinterlass uns doch einen Kommentar unten drunter. Und falls du nicht genug kriegen kannst von Rollenspielen, da oben läuft die ganze Zeit die Adresse vom Nordpol lang. Da findest du den Eventkalender mit jeden Tag massig Auswahl an Rollenspielstreams, nicht nur DSA, sondern auch andere Systeme, andere Welten, andere Geschichten von anderen ganz tollen Spielleitern. Schau da mal vorbei. Lohnt sich wirklich. Ja. So, und wann gibt's das nächste Mal was von Rerion zu sehen? Quali, das ist ja Wahnsinn, dass du fragst. Als ob das abgesprochen wäre. Am 8. geht's weiter mit den Transsilvanischen Chroniken. Vampire the Masquerade Dark Ages. In der beliebten Edition Rerion. Ja, in der VR-Edition, ja. Genau. Ja, also wenn ihr euch für Vampire und Mittelalter interessiert, dann schaut ihr beim
Rerion vorbei. Auf Twitch streamt er das, ne? Oder auf YouTube? Ne, auf Twitch. Ne? Auf Twitch und kommt dann später auf YouTube. Genau. Wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr den Rerion findet, dann schaut doch einfach mal auf dem Nordpol. Da gibt es ein Verzeichnis aller Rollenspiel-Streamer, die so am Nordpol mitmachen. Da findet ihr auch den Rerion und andere, ganz viele tolle andere Kanäle. Das und morgen bin ich bei Cyan, beim Rarasaal. Psst. Okay. Auch den findet man dort. Ja, wo findet man Feder denn das nächste Mal? Am 8. wird mit dem Azrael, ich weiß allerdings nicht, ob es online ist, weil es steht nicht im Kalender, eine Runde Beyond the Wall gespielt. Eine Feenhandel. Feenhandel heißt das Abenteuer, glaube ich. Mhm. Da spiele ich ein Wechselbalg. Hm. Und am 11. geht es dann weiter mit Wechselbalg. Yay. Aber dann bei mir. Ja, der nächste Teil des Abenteuers The Red Huntress. Die Folge wird sich darum handeln, dass die Spieler das Haus einer Golembauerin betreten. Ob das so eine gute Idee ist, werden wir dann erfahren. Mhm. Ja, werden wir dann sehen. Ne? Und Pölle, wo geht's bei dir weiter? Und Lothier, mach mal hier nicht so laut deine Hände reiben. Das ist äußerst extrem laut. Ja, mich sieht man das nächste Mal in 2 Tagen bei Mischka. Mhm. Da spielen wir nochmal Pedro. Ein Seitenabenteuer zu seiner G7-Kampagne. Am Sonntag spiele ich Federson. Bei dir. Und am 15. streame ich das 2. Mal selbst. Mit einem euch bekannten Koala. Dann genau. Kannst du dich rächen. Mal schauen. Also ich hab gehört, es wird Chaos geben. Ja, könnte passieren, ja. Ja, Chaos. Ja. Genau. Und es gibt nämlich ein Charakter-Prelude zum Elfen in unserer Runde, Chiroquil Regenblick. Und ich bin schon ganz gespannt, wie der so drauf ist. Also wenn ihr den Kanal von Pölle noch nicht abonniert habt, einfach mal drauf gehen. Da gibt es auch schon ein Prelude von Feders Charakter. Ja, sehr cool zu sehen, genau. Ja, die Leopardin spielt ja nur bei mir, aber die spielt nicht nur bei mir, sondern auch am Freitag beim Mischka mit. Und da seht ihr sie hoffentlich wieder. Hoffentlich traut sie sich überhaupt noch wieder, Rollenspiele zu spielen nach diesem Abend. Aber naja, das wird wohl so sein. Heute war ein bisschen viel, das kann ich nachvollziehen. So, ja, und bei Klingen der Nacht geht es weiter, wenn ich auf meinen Kalender gucke, am 24. Juli. Das heißt, wir haben jetzt 2 Wochen Pause und danach geht es wieder weiter am 24. Juli. Da könnt ihr dann sehen, wie es weitergeht und ob unsere Helden es schaffen, das Lager der Chakragar zu infiltrieren und Eisblüte zu befreien, den Dämon, die Beschwörung des Dämons zu verhindern und vielleicht sogar das letzte Himmelslicht zu klauen. Ich weiß, was wir vergessen haben. Was denn? Wir hätten Bandstaub mitnehmen sollen. Ich habe euch gefragt, was ihr alles mitnehmen wollt. Damn it. Ja. Ganz vergessen. Passiert. Ich würde sagen, wir waren emotional eingeschränkt zu dem Zeitpunkt. Das ist richtig. Emotional kompromittiert. Ja, und ihr da draußen, falls ihr mal DSA spielt, passt auf, welchem Hasen ihr das Genick brecht. Es könnte eine verzauberte Hexe sein. Und bei Bäumefällen könnte es ein Druide sein mit Weisheit der Bäume. Richtig. Manchmal ist es nicht alles so, wie es scheint. Die Illusionsmagier unter euch werden mir dazu beipflichten. Ja, ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend, schöne Nacht, schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hier guckt. Vielen, vielen Dank an die vielen netten Leute im Chat. Ich habe ganz viele Leute gesehen, die ich schon kenne hier. Einige, die ich noch gar nicht kenne. Shewai zum Beispiel kenne ich noch nicht, aber die sei gegrüßt. Oder der Kagrim, Sentriel habe ich gesehen. Mr. Magister, D-Rex, wen sehe ich noch hier noch alles? Ganz viele. Moonlight, Sonata, ja, sonst nur bei Vampire-Content da, aber auch jetzt bei Klingen der Nacht. Hallo, hallo.
Den Jingle Cello hat mich sogar gehostet. Vielen, vielen Dank. Übrigens auch immer ein Blick wert, der Jingle Channel. Wenn ihr D&D mögt, da könnt ihr auf jeden Fall immer ganz, ganz guten Content finden. Und wen haben wir denn noch hier? So, wenn ich hier ein bisschen hochscrolle. Wer sich heute so beteiligt hat. Ganz viel Jingle Channel, D-Rex und Zeug, Mr. Magister. Feramin natürlich. Ja, Feramin dürfe ich nicht vergessen. Dollard Power hat auch kurz mal Kapau gesagt. Und so, ja. Also, vielen, vielen Dank an alle, die... Ich habe jetzt bestimmt welchen vergessen. Vielen Dank an alle, die zugeguckt haben. Akroma sehe ich hier gerade noch. Entschuldigung, das ist so... Mache ich noch nach. Ja, und wie gesagt, auf YouTube gerne Kommentare hinterlassen zu der Runde, auch wenn ihr heute live geguckt habt. Wir freuen uns über jeglichen Kommentar. Und ich wünsche euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 So, und jetzt muss ich ja... Jetzt bin ich super vorbereitet. Moment. Ihr dürft noch mal ganz lange Tschüss sagen. Dann habe ich hier Zeit, nur alles einzustellen. Tschüss. Bye.